herzlich willkommen zu Almost Playly. Heute mit einer fantastischen Viererrunde, die sich einem Spiel widmet, das ich als Kind sehr gerne gespielt habe. Freunde, wie geht es euch? Habt ihr Scotland Yard auch als Kind gespielt? Ich spiele immer noch einmal die Woche Scotland Yard mit meinem Scotland Yard Club. Und wir machen einmal im Jahr Weltmeisterschaften. Scotland Yard Weltmeisterschaften. Die waren dieses Jahr in Dubai. Und ich bin Vierter geworden. Danke, Nils, für diese ehrliche Antwort. Budi. Nein. Simon. Ich habe kaum Brettspiele gespielt, das Spiel noch nie. Ich werde heute von euch hoffentlich gently entjungfert. Und bin gespannt. Ihr habt mir die Regeln gerade schon erklärt. Und wir erklären sie aber jetzt nochmal. Okay mit Ihnen. Wir erklären die Regeln auf jeden Fall nochmal für alle Leute, die da draußen die Scotland Yard nicht kennen. Es ist relativ einfach. Ein Spieler ist Mr. X. Der bekommt dieses Clipboard hier, wo man seine Moves gleich eintragen muss. Wir haben hier dieses Spielbrett mit ganz vielen verschiedenen Zahlen drauf und verschiedenen Farben. Wir befinden uns in London. 1412. Da gab es noch keine U-Bahn. Doch. Aber okay. Sehr schnelle Kutschen waren das. Und es ist folgendermaßen. Mr. X muss entkommen. Die anderen spielen die Detektive, die ihn fangen müssen. Mr. X muss sich... Es hat die unsichtbare, deshalb diese weiße, durchsichtige Spielfigur. Wir ziehen am Anfang alle eine Karte, die uns sagt, wo unser Startpunkt ist. Ich mache jetzt mal beispielsweise, stand ich auf der 44 hier, ihr da, einer, so. Und dann kann man sich bewegen anhand, man sieht es jetzt, oder ich gehe mal auf ein Feld, wo mehrere Sachen sind. Es gibt Gelb, Grün und Rot. Gelb ist Taxi, da kann man meistens immer nur ein Feld sich bewegen. Man sieht dann anhand der Linien auf dem Feld, wohin ich mich bewegen könnte. Also wenn ich eine Taxikarte benutze, kann ich mich von hier nach da, nach da, nach da und nach da bewegen. Nehme ich eine U-Bahn-Karte, kann ich mich sogar bis zum nächsten pinken Feld bewegen, vorausgesetzt die Linie geht dahin. Man muss immer gucken, wo die Linien hingehen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier auf die 79 gehen oder auf die 74 oder hier auf die 1. Und das gleiche mit Bus, der fährt immer so zwei oder drei Felder weit. Mr. X hat noch zwei besondere Karten. Ich muss immer die Moves eintragen. Es gibt hier manche Felder, die sind ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Mhm. Bei diesen größeren Feldern muss ich meine Figur aufs Spielfeld setzen, damit die Detektive sehen, wo ich bin. Das ist generell die einzige Chance, dass wir das Spiel gewinnen können, indem wir ab und zu mal sehen, wo du bist. Es ist elementar, genau, weil ihr seht, ich nehme danach die Figur wieder weg, aber ihr seht, welche Fahrzeuge ich benutze. So, das heißt, wenn ich Taxi benutzt habe, könnt ihr selber ausmalen, wo könnte er lang gegangen sein. Und das Ziel ist es, Battle Royale-mäßig, den Kreis immer kleiner zu machen. Mhm. Finde die Safe Zone. Sozusagen. Mr. X hat noch zwei besondere Karten. Zum einen sind das hier, davon hat er fünf, glaube ich, vier. Fünf von diesen schwarzen Karten. Die kann ich hinlegen, wenn ich nicht will, dass ihr seht, welches Fahrzeug ich benutzt habe. Also zum Beispiel. Ja. Dann kann ich ja natürlich auch zwei oder dreimal hintereinander benutzen. Also an einem Feld, wo alles möglich ist, ist natürlich dann schwierig, wenn du mit der U-Bahn fährst oder mit dem Bus. Könnt ihr dann eben nicht genau wissen. Und er hat zweimal diese Doppel-Move-Chips, mit denen man also zwei Moves hintereinander machen kann. Die sind natürlich auch für den Notfall, wenn die Schlinge sich schon eng um den Hals gezogen hat, sehr wichtig. Aber diese Moves, habt ihr mir von erklärt, muss man ankündigen, trotzdem. Also man muss trotzdem sagen, ich bin mit dem Taxi gefahren und dann mit dem Bus. Also man darf nicht. Genau, bei dem Zweier muss man ankündigen, mit was man zweimal gefahren ist. Also wenn ich jetzt hier wäre und sage, ich benutze den Zweier, ich benutze einmal Taxi und einmal Bus, dann weiß aber natürlich trotzdem nicht, ob ich hier dann so. In dem Fall wüsste ich es, weil es kann nur das sein, aber ja, aber darum geht es ja auch. Genau, dass man darum geht's. Einen Ort findet, wo man. Ne? Und wichtig ist, mit diesen schwarzen Tickets kann man auch die Häfen benutzen. Hier gibt es Felder, wo diese Linien auf dem Fluss sind. Ja? Ach du Scheiße, die habe ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Die hat mir noch keiner erklärt. Und mit denen kannst du, dann eben diese Felder benutzen. Ja, was ebenfalls wichtig ist, Mr. X hat unendlich Tickets, ihr habt eine begrenzte Anzahl. Das heißt, Mr. X hat gewonnen, entweder wenn er bis zum 24. Zug gekommen ist, dem letzten hier, ohne gefangen zu werden, logischerweise, oder wenn ihr alle eure Fahrten verbraucht habt und mich bis dahin nicht, oder den Mr. X bis dahin nicht gefunden habt. Gut, wir haben uns einen kleinen Kniff überlegt. Und zwar, die Geschichte von Mr. X ist leider unbekannt. Wir wissen nicht, wer ist Mr. X, wir wissen nicht, was hat er getan. Deswegen haben wir für euch mal ein paar Fotos vorbereitet. Die könntet ihr bitte mal auf Twitter oder Facebook photoshoppen. Und dann haben wir auch ein Motiv. Also dann wissen wir auch,
Ja. Was hat dieser Mr. X eigentlich verbrochen, dass er jetzt gejagt wird von der kompletten Polizei, also vier Leuten? Vier Leuten. Es sind auf jeden Fall Bilder, die geeignet sind, gefotoshoppt zu werden. Mit Waffen, die eventuell auch ein Werkzeug sein könnten, man weiß es nicht. In verfänglichen Situationen, wo man eventuell mit ein bisschen Photoshop und ein bisschen roter Farbe oder so, kann man was mitmachen. Ja. Für wenig Aufwand kriegt ihr bei uns volle Community-Beteiligung. Das findet ihr online und eine Zusatzregel noch, wir spielen zu dritt, jeder hat einen Detektiv, aber es gibt in diesem Spielmodus einen Bobby. Jeder Detektiv, also Nils spielt erst, dann Simon, dann ich. Und zum Schluss können wir kooperativ nochmal den Bobby benutzen. Der Bobby hat ebenfalls unendlich Tickets, aber kann halt nur von uns dreien gesteuert werden. Vorteil ist, er wird gleichzeitig von uns allen dreien angeschrien, muss ich dann für eine Richtung und einen Weg entscheiden. Bin sehr gespannt auf dieses Element dieser Runde, weil ich mir vorstellen kann, obwohl die drei Detectives alte Freunde sind, gibt es sicherlich auch da immer wieder mal Diskussionsbedarf. Ich bin so Bobby Max Payne-esque drauf. Wir haben auch einen Laptop übrigens, der ist allerdings an einem wackeligen HDMI-Kabel angeschlossen. Es kann sein, dass der nicht immer funktioniert, aber für euch zu Hause hat man die Möglichkeit, vielleicht kann die Regie mal gerade probieren, dass Mr. X dann angeben kann, wo er sich gerade befindet. Ich kann mich am krassesten verstecken. Oh, ich bin Mr. X, guckt mich. Boah, guck mal, ey. Wichtig ist halt, wenn Mr. X hier verschiebt, dass dann ihr nicht unbedingt dahin guckt. Also, dass das vor allen Dingen niemals gezeigt wird hier im Studio. Und da müssen wir vielleicht, glaube ich, einfach den Monitor ausmachen. Ja, das macht am allermeisten Sinn. Ja. Ich denke auch, den Monitor ausmachen. Und, warte noch ab, machen wir gleich. Und genau, dass keiner luschert, weil der Nils hat vollkommen zu Recht gesagt, wenn ich jetzt hier oben irgendwie schreibe, dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, dass ich wahrscheinlich nicht im Südosten gerade bin. Oder auch wenn du so mit den Augen ganz klar guckst. Genau. Deshalb gibt es eigentlich übrigens diese Mütze. Ja, aber die habt ihr ja schon auf. Das ist ich habe ja schon eine, du kannst die auch haben. Ich fand es nur irgendwie lustig. Aber du kannst sie gerne haben. Ich bin ja wahrscheinlich eh nicht Mr. X. Jeder Mr. X. Wenn wir es zeitlich hinkriegen, ja. Deswegen lass uns jetzt mal anfangen, weil zeitlich hinkriegen ist ein guter Gedanke. Wir haben übrigens leichtes Rauschen. Das liegt daran, dass wir jetzt in 4K senden. Scherz. Das liegt daran, dass wir Ventilatoren haben, weil es hier sehr warm ist. Es ist 31 Grad. Wir sitzen hier im Dachgeschoss. Also lassen wir die an, oder was? Im Jugendzimmer sitzen wir. Im Dachgeschoss Jugendzimmer. Also was ist wichtiger? Und dass da ist es wir uns wohlfühlen oder dass der 22.000 Leute, die gerade zuschauen, permanentes Rauschen hören? Rauschen ist wichtig. Rauschen. Give Rausch a chance. Ja. So. Ja. Wenn jemand noch einen Kuli für mich hat, wäre ich auch dankbar. Danke. Dann müssen wir jetzt Karten ziehen, wer wo ist. Yep. Sehe ich das richtig? Nee, nicht die X-Karten. Ja, aber die brauchen wir trotzdem. Du bist ein Detective. Ach nee, wir wissen ja noch gar nicht, wer es ist. Okay. So, wie? Jetzt doch, wissen wir, Simon, wer es ist. Eddie fängt an. Doch, Eddie ist in der ersten Runde. Ich weiß. Hab's angeboten, da habt ihr gesagt, nee, mach's doch. Wir haben doch gar kein Problem damit. Ja, aber du hast die Bedienung dieses so komplizierten Gerätes erklärt bekommen. Hast du zwei gezogen? Eins. Dann ziehe ich jetzt für den Doofkopf noch eins. Und wir brauchen es ja gar nicht verdeckt halten eigentlich. Ja. Dann, ja. Okay, Nils, fang an. Wo bist du? Ich bin überall. Soll das hier meiner sein? Oder ist das? Nee, ist deiner, ne? Nee, meiner ist ja der Unsichtbare, das sage ich euch natürlich. Die grüne ist hier vor dir. Ja, das. Okay, aber die haben. Oh, das ist aber ganz weit weg. So, ich bin auf der 26. Ich guck mal, wo Johnny hier ist. Johnny ist hier, auf der 50. Sieht hier irgendwo die 34. Muss hier dann eigentlich. 25? Ich bin echt zu doof gerade. Wo ist denn. Also, warte. Okay, ich hab's hier. Ha, nicht letzter. 55, 54. Alles, was 51. zählt. Oh, vielen Dank. What? 53? Eddie ist lustig. Ich hab's immer noch nicht gefunden. Ich aber auch nicht, weil ich ein Vollidiot bin. 1, 3, 8 brauche ich. Vollidiot. 132, 134, 135, 136. Aber wo? Zu also das 38. Ist... Was suchst du? Schon bei dir. 138. 138. Ja. 31. Das ist doch... 39. 31. 39. 38. Das ist hier mir nicht koscher, mit dem Computer da das einzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade mit dem Luscher hier links. Keiner hat, wir waren so, okay, Nils ist ja, wir spielen jetzt, jemand, der los. Es machen würde. Also der Typ, der gesagt hat, er soll aufpassen, dass ich nicht anhand seiner Handbewegung sage, ja, aber das zeigt einfach schon, dass du so perfide überhaupt drüber nachdenkst. Natürlich, was denkst du denn, ey? So, nee. Let's do it. Eddie hat den ersten Zug. Scotland fucking Yard, los geht's. Du schummelst jetzt. Für uns, ich tue so, als wäre es deine Schuld. Spiel alleine. Und Bobby gewinnt. Okay. Nils. So. Do it. Ich muss überlegen. Okay, dann überlege. Wieso bist du eigentlich nicht verabschiedet? Lass uns mal über unsere Detectives reden. Also mein Detective heißt... Oh ja. Agent... Smeagol. 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 Ja, genau, aber die... Das ist ein origineller Name. Die sagen Smeagol.
Smeagol. Was mich latent sauer macht ein bisschen. Aber Smeagol. Hab mich halt meinem Job verschrieben. Also ich finde es gut. Für mich gibt's ich stelle mir selber nicht die Frage, was gut oder schlecht ist. Mhm. Sondern ich zähle meine Tickets und benutze sie. Okay. Ich zähle meine Tickets und ich benutze sie. Ich bin Lieutenant. Ich möchte gerne nicht. Ich bin Lieutenant. Kannst du nicht sein, ich bin schon Lieutenant. Aber ich komme aus einer anderen Stadt. Okay, das kann sein. Aber doch London ist meine Hood und sie sind hier außerhalb ihrer Jurisdiktion. Ich komme aus Brighton. Brighton ist ein sehr, war ich auch, Brighton habe ich studiert. Ich bin sehr braun. Detektivologie. Ja. Zusammen mit diesem werten Mann hier. So, ich habe meinen. Aber ich war ein bisschen besser immer. Ein bisschen geholfen ab und zu. Bei der Detective-Prüfung. Brighton. Gut. Im Finale. Eddie macht gar nichts, ne? Eddie ist durch? Okay. Also es ist eigentlich total, wir wissen ja, er kann ja überall sein. Also jetzt Moves zu machen, ist ja eigentlich total. Also was ich auf der Polizeischule gelernt habe, ist sternförmig ausbreiten. Ja. Wie so ein Kreis. Also was hier muss noch einer hin. Am besten den Vollidioten. Schicken wir doch Officer Doofus hier so. Aber dann erstmal der Reihe nachmachen. Also wollen wir Uhrzeigersinn machen? Also Nils, ich, du? Ja, macht schon dann, Sinn. Dann Bobby? Ja, das ist leichter, ja, muss ja sein. Also wir können es ja nicht irgendwie zickzack machen. Oh, wollt ihr nicht den Bobby noch vielleicht vor mir ranlassen? Nee, okay, na gut. Okay, na gut, der NPC ist der Letzte. Anbietest. Ja, also man muss ja mal gucken. Sternförmig ist sinnvoll. Also pass auf, er muss sich in zwei Zügen zeigen. Also jetzt sind Nimmst wir einmal dran. Ja, da muss er sich zeigen. Geh mal weg. Wir sind jetzt einmal dran, dann ist er einmal dran. Und dann ist das, beim dritten muss er sich zeigen. Da sollten wir vielleicht gucken, dass wir zum Beispiel so die U-Bahn-Station blockieren. Ja. Also dass er, wenn er dran ist, wir auf U-Bahn-Station stehen, falls er in der Nähe ist, dass er zumindest nicht mega weit wegkommt. Und deswegen macht es jetzt zum Beispiel also für mich, jeder sucht sich eine U-Bahn-Station. Genau, also nehmen wir einen Zack, jetzt eine Runde, dann bist du dran. Nee, du bist ja zuerst immer dran. Hier, genau. Doofus können wir aber dahin. Also ich könnte eins, dann bist du dran. Ich könnte zum Beispiel dahin, auf die 52. Da hätte ich eine U-Bahn-Station blockiert. Und ich kann perfekt hierhin mit dem Bus, mit einem Move, einer Karte. Ja, wobei das natürlich... Also von hier hin. Damit hätte ich auch hier diesen Bereich Londons abgeriedelt. Was machst du? Ich bin Mr. X. Keine Tipps holen. Tweetest du gerade oder was? Mach auch das Ding. Jetzt mach weiter. Bescheuert, kümmern dich um dein... Mach auch sein Ding da. Das gibt's doch gar nicht. Guck ich auch gleich in den Chat, wo du bist. So. Ich weiß, wo ich bin. Du musst mich fragen. Du sollst aber alleine spielen und nicht die Tipps hier von den Leuten holen. Ja, die Tipps. Ich gehe jetzt dahin, glaube ich, und als zweites da. Und dann habe ich zumindest irgendwie eine U-Bahn-Station. Dann hast du vor allen Dingen im nächsten Zug dann theoretisch eine große Chance auf die 67 zu kommen. Chance, ich muss auf die 124 gehen und habe dann das Ziel auf die 111. Die ist relativ zentral. Das macht hier bei mir am meisten Sinn. Ich hätte auch die Chance, auf die 153 zu gehen im zweiten Zug. Also müsst ihr jetzt sagen, was sinniger ist. Ja, ist doch eher südlich, ja, ne? Dann südlich. Wobei, weil wärst du nicht hiermit sogar mit einem Zug dann relativ schnell einsatzbereit? Ach nee, ist kein U-Bahn, Entschuldigung. Die wäre halt hier so. Hier oder da, ja. Da oder da, das kann ich erreichen. Dann würde ich persönlich sagen, die hier. Okay, gut. Oder? Ja. Ist ein bisschen mehr so in diese Richtung als die 11. Weil die 11 könnte ich noch abdecken. Aber wir müssen ja ziehen, ne? Also wir können nicht aussetzen. Ne? Nee, wir müssen ziehen. Okay, dann lass uns das machen jetzt. Komm, lass uns Geschwindigkeit ranbringen. Ich finde das gut. Finde ich auch gut. Wir haben ja eh keinen Plan, wo er ist. Er kann auch hier sein. Wir haben dann zieh ich Nils zuerst. Irgendwie macht ich habe schon gemacht. Ach so, okay, alles klar. Dann mache ich jetzt hier, ich nehme ein Taxi und gehe hier runter. Okay, dann nehme ich hier einen Bus und fahre zur 46 und Er könnte ein Kollege fährt, ja? Ach so, wo der 67. Ja, 67 macht dann auf jeden Fall am meisten Sinn jetzt schon. Ja, ist am sinnigsten. Gut. Man kann ja weiter in die Richtung versuchen zu gehen mit der Busebene oder so. Aber erstmal gucken, wenn er gleich aufdecken muss. Okay, jetzt, dann bin ich wieder dran. Simon, du hast deinen Move ja auch gemacht, ne? Wir sind alle. Ich bin hier. Ach, der erste dran, stimmt. Gut. Alter, wir spielen halt wirklich Scotland Yard, ey. Wollen wir nicht einfach aufhören und Risiko spielen? Nein. Nee, ich habe das früher auch schon, also ich habe wirklich, wirklich sehr lange nicht mehr Scotland Yard gespielt, aber ich kann mich erinnern, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, deine Kinder sind doch jetzt genau im richtigen Alter, wo du anfangen kannst, diese ganzen Spiele auszupacken. Ja, nee, noch nicht. Also, noch nicht? Nee, die rasten bei okay, Karotti rasten schon auch. Karotti. Ja. Ich überleg gerade, kenn ich auch nicht. Es ist nicht so komplex wie Scotland Yard. 4 Karotten und eines angebissen. Ich würde mal vorschlagen, das war jetzt das Intro vom Almost Playly. Wir laufen gerade warm. Eddie kriegt noch mal ein bisschen extra Bedenkzeit. Wir werden in einer kleinen kurzen Werbepause nicht
luschern. Was machen wir trotzdem? Und dann geht's gleich hier los. Die erste Runde ist offiziell gestartet. Eddie macht den zweiten Zug nach der Werbung. Bis gleich. Hi, herzlich willkommen zurück zu Almost Playly Scotland Yard. Mr. X hat seinen Move gemacht und damit ist Nils an der Reihe. Und es ist ein Bus, er ist, Bus gefahren. Er ist mit dem Bus gefahren. Kleine Erklärung, wir haben das, die Karte gedreht. Sie schaut jetzt von den Zahlen her anders herum. Ja, damit das für euch genau. Im Kopf ist. Wenn ich jetzt ein Cyborg wäre, könnte ich wahrscheinlich alle Kombinationen, die möglich sind, aus Taxi und Bus irgendwie mir anzeigen lassen. Das wären wahrscheinlich fast alle Felder. So, wo war ich jetzt nochmal stehen? Hä, wo ist mein... Ach, jetzt bin ich ja da hinten. Genau, Heinmück zieht nämlich jetzt dahin mit einem Taxigerät. Okay, ja. Okay. So. Dann stelle ich mich auch schon mit einem Taxigelöt, hier bitte sehr, ist ein Taxigelöt, auf die 153, um vollen Zugriff aller verschiedenen Verkehrsutensilien nutzen zu können. Ja, ich mache mir gerade Gedanken, inwiefern ich hier eigentlich schon perfekt bin. Man muss ziehen. Muss ziehen, ja. Ich würde jetzt, wenn ich einmal wegziehe, ja auch was verpassen. Das heißt, ich müsste wieder zurückziehen. Das heißt, ich könnte doch jetzt, sagen wir mal, auf die 74 ziehen. Du könntest es machen. Es ist insofern aber, bringt dir das nichts, weil du dann ein U-Bahn-Ticket vergeudest. Und davon haben wir nur 4 Stück. Und davon haben wir nicht so viele. Und du weißt ja überhaupt nicht, wo er ist. Und wenn du jetzt in die Ecke fährst... Also lieber mit dem Taxi einmal hin und dann wieder weiter. Abwarten, wo er ist. Einfach. Das ist eh Stochern im Dunkeln, solange wir das nicht einmal gesehen haben. Von daher... Ah, okay. Ja, dann fahre ich, um ein bisschen in dem Bereich zu bleiben, aber mich nicht zu weit weg zu bewegen. Moment, könnte ich nicht vielleicht hier hin? Wäre das nicht dann auch? Naja, bringt auch nichts. Okay, gehe ich hier am Park entlang. Muss ein Ticket weggeben. Kurz vor Madame Tussaud einmal mit dem Taxi. So, und dann haben wir hier noch unseren Homie auf der 67. Bobby, ich 89, der hat ja unendlich limited, also er hat keine Limitierung, das heißt, wir können ihn jetzt auf die 89 stellen. Ach, Homie hat keine Limitierung? Homie hat keine Limitierung, nee. Also wir können ihn hier auf der 89 stellen. Der kann die ganze Zeit fahren. Das ist ja geil. Der ist zwar dann relativ nah dran, bei dir ist er eh aber. Er ist hier sehr mobil. Perfekt auf dieser Schiene. Und Homie hat keine Limitierung? Nein. Homie hat keine Limitierung. Steht das in der Anleitung? Ja. Oder hast du dir das ausgedacht? Nein, er hat die Regel, wir haben es auch geguckt. Ist mega reich. Und von der 89 kannst du halt auf die 128 in einem Zug kommen. Das wäre übrigens ein geiler Werbespot für die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn du sagst so, hey, Homie hat das Dauerticket für den öffentlichen Nahverkehr. Homie gewinnt bei Scotland Yard. Wäre eine lustige Idee. Okay, dann wäre ich auch für die 89. Ja, dann machen wir, oder Simon? Ich mag es, dass er hier auf dieser Ebene rumfährt. Dann schieben Sie so aktiv, ne? Immer. Ja, ich finde auch, dass er offiziell nicht mehr Bobby heißt, sondern Homie. Homie. Okay. Gut, dann zeig mal, wo jetzt dein Knacker. Aber erst muss er einen Zug machen, glaube ich, ne? Oder? Habt ihr alle gemacht? Ja. Ja. Das muss er seinen Zug feuern. Wie heißt du nochmal? Mein Detektiv? Ja. Generezerus. Generezerus. Ja. Generezerus. Das ist altgriechisch? Aramäisch, ja. Generezius. Servus. Servus Generezius. Generezerus. Ich mach zweimal. Ja, aber du musst dich ja trotzdem zeigen, ne? Ja. 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 Aber er zeigt sich am Ende danach. Ist ja wurscht. Das spielt ja keine Rolle für euch. Ja, wenn du dich in der Mitte zeigen würdest, wäre es ja für dich besser. Also musst du nicht eine Runde stehen bleiben mit deiner Figur? Hä, was? Also musst du deine Figur nicht eine Runde hier stehen bleiben? Oder nein, sonst wäre ja, es ist ja ein Symbol weiter für eine Reisekarte in diesem System mit dabei, in dem Scharnierding, ne? Also es ist ja gedacht dafür, dass du eine Karte drüber legst. Ich freue mich, ich bin gespannt. Was hat Eddie eigentlich verbrochen? Das ist jetzt die Frage. Also ihr könnt zu Hause über Social Media, ich weiß nicht genau, Facebook und Twitter, da wurden 4 Greenscreen-Fotos hochgejagt. Es gibt inzwischen auch sehr nette Apps, womit man einfach Greenscreen-Hintergründe eintauschen kann. Ihr könnt entscheiden, was Eddie als Mr. X verbrochen hat, dass er von 4 Detectives gesucht wird. Ich zeig jetzt, wo ich bin. Los geht's. 115. Nicht so schlecht. So, warte. 3. Ja, aber Officer Homie ist zumindest auf der Spur. 1-1, also mal ganz zum Verständnis. Du hast jetzt 2 Sachen gemacht. Ist das jetzt der Zug, wo du quasi da warst und eigentlich bist du jetzt schon da? Nee. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich quasi... Bei 3 gezeigt habe? Nee, bei... Hätte ich das machen sollen, weil wahrscheinlich schlauer gewesen.
Also du bist aber jetzt, ich weiß es nicht. Ich, ich bin jetzt hier. Okay. Aber bei dem Doppler durfte man doch keine Black Ticket benutzen. Da musst du es doch zeigen. Nee, oder? Das Black Ticket habe ich benutzt, um jetzt zu fahren. Das kann ich ja jetzt sagen. Ja, okay. Also oh, ich habe eine Lösung. Hier, das Doppelzug-Ticket kommt aus dem Spiel. Moment. Ist der erste Ort ein Ort, an dem Mr. X auftauchen muss, zeigt er sich dort, verschwindet aber gleich wieder mit seinem zweiten Zug. Oh, ich bin so dumm. Okay. Also jetzt hast du quasi uns beide genannt, wenn du uns jetzt auch noch den... Oder komm, dann lass es halt dabei. Ja. Wenn du es jetzt beide nennst... Ja, jetzt ist es zu spät. Ich weiß nicht, es war ein Fehler. Ist ja auch egal eigentlich. Ne? Wir kennen das. Nö, alle. Das wäre natürlich ein Feld. Das wäre schlauer. Ein Feld mehr. Eine Chance vertan sozusagen, ja. 1-1-5 mit... Schwarz. So. Er hat einen ersten Fehler gemacht, der Bandit. Verbrechen Mr. X zeigt Nerven. Nicht aus. auf der Fluss, er hat halt einen Zweier schon weg, das heißt, wir können die Maximalreise von ihm können wir jetzt im Prinzip schon begrenzen. Also er wird gewisse Areale nur noch... Lass mich mal bitte stehen, bis du wieder dran bist. Doch, muss ich nicht stehen, ich muss mich zeigen und dann nehme ich es wieder weg. Aber es tut dir doch nicht... Ja, okay, dann ist, wie kannst du merken, wo es ist? Ja, also 115. Boah, ja, es tut doch niemandem weh, das ist doch für alle Beteiligten besser, wenn man... Ich habe schon gerade einen Fehler gemacht zu deinen Gunsten, aber trotzdem nimmst du noch was. Psychologisch ist es für Ede einfach schwierig gerade. So. Na, lass ihn doch. Das ist so ich will albern, das nur einfach so ja, okay, für mich zu visualisieren. Ich habe lass doch das Ding machen. Du hattest doch gewonnen, den Kampf. Es ist kein Kampf. Ich finde es einfach. Egal, du hast ihn gewonnen. Besser, wenn er da steht. Wo ist das Problem? Wieso ist für euch immer alles ein Wettbewerb und ein Kampf? Ich verstehe. Er kann aktuell nur Taxi fahren. Also, er kann zwar ein Zweier-Taxi benutzen. Das heißt, er kann auf die 86, wo er Bus und Taxi zur Verfügung hat. Das wäre hier. Ja. Er kann maximal kann er auf die 140 kommen, was ihm eine hohe Mobilität bringen würde. Zwei Busse. Nee, er kommt dann nicht. Natürlich, eins, zwei. Er hat noch einen Zweier. Den könnte er halt ziehen. Nee, aber. Achso, kann er ziehen. Ja, natürlich, ich rechne die maximale, ich grenze sozusagen natürlich, ein. Ja. Er kann natürlich auch nur ein Ticket nehmen und hier hinkommen. Ne, das heißt aber auch, er kann komplett von hier nochmal in diese Richtung, also er kann sich hier eigentlich in alle Richtungen absetzen. Ja. Aber er hat nur die Chance, halt einen Zweier zu nutzen. Deswegen, also wenn er das jetzt nicht einkreisen will, guck mal, dieses Gebiet sollte er meiden. Er kann eigentlich nur hierhin. Aber laufen, da ist er dann ein bisschen in der Falle durch die ganzen Brücken, oder? Genau, nicht? Und das Ding ist halt, er kann einen Zweier nehmen, da wäre er hier, aber er weiß, ich bin in der Nähe. Das heißt, das ist zu gefährlich. Also die Situation ist für Mr. X... schwierig. In vier Zügen muss er sich wieder zeigen. Das heißt, er wird versuchen, irgendwo hinzukommen, wo er in vier Zügen weit von uns entfernt ist. Also was könnte das sein? Wo in vier Zügen? Wie weit? Hofft er wirklich, dass wir hier aneinander vorbeilaufen? Oder verkriecht er sich wirklich in die Ecke dahinter? Das Spiel. Gib mir mal bitte die Anleitung. Okay, ich würd folgendes vorschlagen, Nils. Wie sind deine Kalkulationen, deine Berechnungen? Naja, also ich bin der Typ ja hier. Ich würde jetzt für meinen Teil mit der U-Bahn wahrscheinlich nach da fahren, weil das ist auch ein Hauptverkehrsknotenpunkt. Genau. Und dann kann er zumindest nicht mit einem Zweierticket irgendwie da rauf und sich komplett verpieseln. Also das ist halt, weil der Rote bringt halt richtig Strecke und er kann sich ja, wenn er aus der Schlinge entwischt, dann fangen wir wieder bei Null an. Sozusagen. Ja, klar, logisch. Ja. Deswegen würde ich auf jeden Fall da hingehen. Darf ich auch was vorschlagen? Ich würde dann hier hingehen in den nächsten vier Zügen, wenn er sich wieder zeigen muss. Das wäre so mein langfristiger Plan, dass ich dann wo bin, wo ich schnell hin und her kann. Ja, vielleicht doch. Können wir das so auftimen, ja, das ist gut, wenn in vier Zügen, dass wir in vier Zügen zugreifen können. Oder du kommst halt versuchst halt mit auf die Jagd zu kommen und. Ne, ich mache ja ich gehe ja in Richtung. Insofern ich gehe ja auf die Jagd, aber. In vier Zügen, ja. Ich will halt einen Plan haben. Ich will einen Plan haben für den Moment, wenn er im achten Zug sich wieder aufdeckt. Ja, das ist gut, das ist sinnvoll. Und das wäre so, also warte mal, 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Ich könnte auch überall anders hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Frage ist soweit, was würdet ihr sagen? Ich würde auf jeden Fall in die Richtung gehen, wo er schon ist. Also einkreisen. Ja. Dann ist das, würde ich schon mal. Also, weil jetzt haben wir ein Momentum, wo wir ihn ein bisschen nerven können. Und wenn er da jetzt rauskommt aus der Schlinge, dann ist er eh weg. Wir haben gewisse Knotenpunkte. Nils besetzt hier in zwei Zügen. Ich besetze hier in einem Zug. Also, ne, das ist so das Ding. Aber du musst dann auch wieder weg. Ja, dann, ich komme hier in einem Zug hin. Homie kann auf die 128 gehen. Also haben wir schon mal drei sehr essentielle Knotenpunkte. Oh, kann Homie, ne? Kann Homie kann auf die 128. Ja, perfekt. Lass Homie auf jeden Fall. Und wenn du jetzt theoretisch mit zwei Zügen Taxi hierhin fährst, dann kommst du auf jeden Fall in unsere Nähe. Ich kann auch mit zweien fahren. Ich hatte nur Angst. Klar, ich kann auch hin und zurück. Ich will nur nicht von diesem Punkt lassen, für den Moment, wenn Ede auftaucht. Ich kann aber auch natürlich einen anderen Punkt nehmen. Den oder den. Eins, zwei, drei. Also ich decke sozusagen die U-Bahn-Dinger ab. Natürlich kann er uns durch einen Kurzweg irgendwie entschlüpfen. Ja. Aber lass uns mal spielen, weil sonst dauert es zu lange. Ich wollte auch nochmal zu Bedenken geben, dass er hat ja auch noch diese, ich glaube, diesen Schwarzen geht das. Er kann ja auch über Wasser, ne? Also er kann natürlich jetzt auch quasi mit einem Wasserticket ganz schnell irgendwo sich
Oh, vielleicht sollte er sich deswegen vielleicht in diese Richtung eher bewegen. Ja, ja. Also wir haben halt. Aber über den Wasserweg kommt dann natürlich. Guck mal, kommt echt klar, weit. Ja, klar. Der zweimal unter Wasser fährt, über Wasser fährt, der ist halt der Schlinge auch hat er sich entzogen. Scheiße. Also. Scheiße. Ja, aber damit sollten wir doch rechnen jetzt, oder? Sollen wir dann nicht? Wir müssen halt die Knotenpunkte abdichten. Ja. Relativ simpel. Also deswegen. Also ja, aber okay. Wir sind uns einig, dass Homie auf die 128 geht. Wer ist gelb nochmal? Du? Ich bin gelb, ja. Also gehst du dann in Richtung. Gehst du in deine Richtung oder gehst du in meine? Ich gehe auf jeden Fall schon mal nach da mit dem. Weil ich finde, diesen Wasserweg sollte man echt sinnvoll abdecken. Ne? Dingsbums. Schon ein guter Punkt vom Nils. Und und Homie. Homie würde ich dann würde ich auch irgendwie nach hier gehen lassen. Ich muss hier hin. Also ich muss hier hin. Natürlich kann er den Seeweg nehmen. Wenn er einen doppelt nimmt, dann wäre er hier. Werden wir vielleicht nicht wissen, keine Ahnung. Wenn er zwei schwarze Tickets nimmt, dann wird er uns bluffen können und wie auch immer. Aber trotzdem halte ich es für sinnvoller, aktuell auf die 140 zu gehen. Weil wir kreisen es aktuell, ja, ich werde nicht in dem nächsten Zug werde ich hier oder hier in der Nähe sein können. Ja. Und dann ist er eh weg. Also dann nehme ich ihm lieber eine Chance oder eine große weg, okay? Ja. Okay, nur jetzt weiß er natürlich, was wir. Was ist er das, eh. Ist das denn hier? Weiß er eh, was wir planen. Ja, ja, klar, natürlich. Das, ja, ist, aber, der, das ist der Vorteil des Mr. X. Okay. Und Homie geht hier auch. Wenn wir ihn hier nicht finden, müssen wir davon ausgehen, dass er den Wasserweg genommen hat, sollten wir ihn dann jetzt nicht finden. Wir sehen ihn ja auf vier Schritten wieder. Und da kann er natürlich tatsächlich, wenn er jetzt zweimal Bahn fährt und dann hier noch irgendwo, da kann er natürlich auch wieder. Aber er ist halt. Das macht das Geile aus. Genau. Digga, du hast so ein Taxi unter deinem Arm kleben. Sehr wenige Leute, unter anderem Superman von sich. Behaupten. Das stimmt. Oder Spider-Man vielleicht noch. Ich ziehe jetzt einfach mal hier einen weiter zur 34 und zahle dafür einmal Taxi, denn das ist die. Anders als in der Realität die Währung, die ich am meisten habe. Homie kommt jetzt noch auf die 128. Yes. Und dann ist Mr. X dran. Okay. Das ist schon ärgerlich, dass er jetzt weg ist irgendwie. Alter, ich würde versuchen, hier abzuhauen. Ja? Wohin? 89. 89 ist ein guter Ort. 89. Da war ich in der Jugend sehr häufig. Da gibt es sehr gute Nudeln. Ja, 89. Ein 89er Nudeln. Er könnte natürlich auch mit dem Boot einfach wieder auf die 108 zurück. Er kommt auf die 108 oder auf die 157. 108 ist natürlich ein riskanter Move. Gut, ich meine, er ist da relativ. Eigentlich macht es total Sinn, uns aufzuteilen in Nahbereiche. Jemand checkt einfach von der Wahrscheinlichkeit die Kurzbereiche, einer die mittleren Bereiche und einer die langen Bereiche. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn wir drei uns aufteilen und einer konzentriert sich auf die Taxiwege zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ist vielleicht nicht so schlecht. Wie meinst du? Also sich auf die Verkehrsmittel nur noch konzentrieren? Eigentlich ergänzend zu deinem... Okay, mach schon. Ja. Da kommt ein Schwarzer. Schwarzes Ticket. Interessant. Ich fand den Ansatz gerade gut, dass du gesagt hast, dass du deine Figur auf jeden Fall auf die nächste Reveal, auf die Anzeigerunde schon steuerst. Das heißt, dass du längerfristig denkst. Wir müssen super schnell agieren. In dem Moment, in dem er auftaucht, müssen wir eigentlich an einem zentralen Knotenpunkt aller vier Quadranten sein. Ja. Also, genau. So habe ich das gelernt. So hat mir das mein Captain auch beigebracht. Deswegen war ich ja da noch zeitweise Captain. In Brighton meinst du da was? Dann aber aus moralisch-ethischem Grund habe ich das zurückgegeben und bin wieder normaler Straßendetektiv geworden. Back on the streets. Wald- und Wiesendetektiv. Life das on the street is not easy. Even as a Lieutenant. This is life. Weiter habe ich getextet. Dann this is life on the streets. Oh yeah. Okay, also wir machen hier wieder, er macht wieder einen schwarzen. Und das heißt, lass uns einmal kurz aufschreiben, er war ja hier. Achso, hast du das jetzt schon gemacht? Ich habe gemacht. Okay, also lass uns mal aufschreiben, was möglich ist. Er hat einmal gefahren, er war auf der 115. Das heißt, er könnte theoretisch, erste Variante ist die Taxi 102, oder? Entschuldigung, ja, mach du mal. Ich mach. Also eine Variante ist auf jeden Fall 126 mit Taxi. Die 102 und die 127. Hier. Ja, die 114 kann er auch. Oh ja, die 114. Nee. 104 kann er nicht. Ach, weil der Achter ist hier wirklich. Ich dachte, mit dem Taxi kann man überall hin.
Novo-gelbe Linien sind. Ja, genau. Also das heißt, er kann hier 126, er kann 114, er kann 102. Mhm. Fährt kein, da ist keine Straße. Ja. So, wer hat diese Straßen? Und Gehweg. Gänsewege. 102, es wird halt immer komplexer, ne? Und er kann 127. 108 und 157. 127. 108, wo ist die 108? Rechts, Boot. Das ist ein Boot. Ah, der genau. Boot. 108 und 157 kann er wählen. 157, jawohl. Und 6. 157 und das ist beides Boot. Ey, das sind sechs Möglichkeiten. Kurze Notiz, sechs Möglichkeiten ist nicht so viel, nee, aber natürlich ist jetzt... Lass uns das in aggressiv und defensiv einmal kurz unterteilen. Aggressiv wäre, er geht in unsere Richtung, versucht jetzt schon durchzuschlüpfen, weil er hat danach noch einen Move und er hat noch einen Zweier. Mhm. Das heißt, wenn wir ihn nicht konkret treffen, und das wird er wahrscheinlich verhindern, 102 und 126, die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen aggressiven Weg wählt, raus. Na, so. Das heißt, er möchte nicht, dass die Wahrscheinlichkeit ja, auf 102, ja, 126 zu liegen, sind tendenziell niedriger, es sei denn, Eddie spielt aggressiv und das halt liegt aber nicht in seinem Naturell. Ja, aber 102 wäre ganz schön krass, weil er sich damit sehr in Gefahr bringen würde. Also 126 ja genauso, bin ich auch in einem Zug so. Ja, ja, also 127 ermöglicht ihm relativ viele Optionen. Aber ja, er hat hier auch noch den Doofmann. Polizisten. Der ist aber nicht schnell dran. Der kann aber auf den die auch wir. Also schon, ja, eine reale Gefahr. Klar. Ich kann mir bei Eder irgendwie. Ich habe die ganze Zeit nur im Kopf gehabt, dass er in diese Richtung geht, weil das auch mein natürlicher Impuls wäre. Also so ein bisschen das Freiste oder sich hier so durchschlängelt. Aber so ein bisschen seitwärts. Also ich bin bei Budi, dass die Gefahr, wenn er sich auf ein Feld bewegt, was wir jetzt in dieser Runde mit einem Zug erreichen können, dann ist das ja ein pures Glücksspiel. Dann würde er einfach nur darauf hoffen, ja, ja, dass wir diesen Move nicht machen. Und das ist, glaube ich. Also das Risiko wäre schon echt hoch, so, weil dann bist du ja einfach nur noch ausgeliefert. Und deswegen glaube ich auch, dass 102 auf jeden Fall wär verrückt. Nicht, nee. 126 fällt auch raus, glaube ich auch nicht. 126 fällt auch ist raus. Da, müsste auch ausfallen. Bleibt 127. Bleibt 127 oder halt mit dem Boot. Und mit dem Boot hast du halt natürlich die Chance, dich echt weit zu verpieseln, ne? Ich glaube Boot. In diesem Fall Boot 108. Oder hier ein zurück, geht natürlich auch. Ich glaube Boot 108, weil wir konzentrieren uns gerade völlig auf einen anderen Quadranten als... Die Ecke da. Ich persönlich glaube auch. Hier oben ist ein bisschen zu risky, glaube ich. Ich persönlich glaube auch, dass er auf die 157 gegangen ist, weil ich habe kein Doppelticket. Das heißt, ich kann mich maximal hierhin oder hierhin bewegen und dann würde er darauf reagieren können. Homie ist zu weit weg, als dass er hier hingehen kann. Mhm. Die 128, okay, 108 oder 157, ich glaube, das wird sein. 108 ist gefährlich, weil du kannst in einem Zug. Zwei Zügen bist du theoretisch hier in der Nähe, aber er kann auch wieder zurückschwingen, ne? Das ist so das Ding. Ja, er hat aber auch Tickets, nur noch drei schwarze, ja, Tickets. Ne? Ja, ja, also das... Ja. Nur hier ist klar, hier ist die Autobahn, aber das ist ja auch unser Vorteil. Also ich würde gerne die Taktik weiterfahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das Boot nimmt, ist höher gerade, weil er einfach agiler ist, noch. Und er verspielt halt seine Karten. Auf der anderen Seite ist er schon in einer total brenzlichen Situation. Ja. Also entweder er blufft, das ist riskant, oder er fährt mit der Bahn. Wenn er geblufft hätte, hätte er dafür halt auch ein schwarzes Ticket verbraucht. Ne? Also ja, ich lass uns davon ausgehen, dass er mit dem Schiff fährt, weil es einfach irgendwie macht ja auch ein bisschen Sinn. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass er, ich kenne ihn ja, er ist manchmal impulsiv, er ist manchmal sehr waghalsig. Es kann auch sein, dass er sich sagt, ey komm, ich riskiere es und versuche hier in der Gegend rauszuschlüpfen. Das wäre aber schon ganz Ede möchte nicht als Erster, als Mr. X direkt im ersten Zug oder in der ersten Runde raus. Ja. Das würde er nie riskieren. Lass mal machen. Ja, okay, also, genau, ich muss ja anfangen, ne? Ich könnte natürlich jetzt versuchen, wenn er Richtung 108 unterwegs ist, könnte ich versuchen, hier zur 89 zu gehen und quasi ihn dran zu hindern, dass er über die 108 sozusagen, ja, jetzt mit, ja, der 89 weit wegkommt. Es kann natürlich aber auch, wenn er 102 ist, ne, dann ist er natürlich auch, dann hat er das natürlich gut gepokert und könnte dann mit einem Schritt darauf und dann sich so verpieseln. Aber ich würde, wenn wir sagen, Boot-Taktik, ja. Oder du kannst natürlich, ja, auch einen hierhin und dann mit dem Bus später weiter. So hättest du zwei Fliegen mit einer Klappe, aber du willst schon früh hier sein, ne? Na, ich meine, Homie kann auch theoretisch, ne? Ja, Homie ist eigentlich, aber dann lässt er die Ecke wieder in. Also Homie kann halt auch geil. Er kann auch die 185 hin. Er muss an zwei Orten sein, er kann aber nur zu einem gehen. Also hier, falls er im Boot fährt, haben wir halt hier die Route, dass er nicht sofort auf die Autobahn, ja, kann. Und ich, wie wär's denn damit? Hier, der Doofmann-Polizist macht das hier. Du gehst wie geplant, genau, hier rüber. Ja. Ich bewege mich ja auch hier so in diese Richtung jetzt. Ja. 63 vielleicht, ne? Ja, ich nehme nicht an, dass er da irgendwo ist, aber ich versuche mich zu positionieren. Ja. Und du, Budi, gehst
zweite. Ich möchte gerne nochmal folgende Theorie setzen, weil. Ich setze ihn schon mal, ne? Ja. Ein Vollidioten hier dahin. Es gibt eine Option, weil ich bin derjenige, der am geringsten aggressiv antworten würde. Das heißt, wenn er auf der 126 wäre, wäre seine Chance, dass ich diesen Move mache, das ist ein ziemlich gutes Schlupfloch für ihn. Ich persönlich glaube, dann ich lasse mal die Bootsache, die bewerte ich jetzt ein bisschen weniger, weil ihr die schon abgedeckt habt. Ja, genau. Okay? Ja. Das heißt, meine Situation ist neu. 126 wäre eine Möglichkeit für ihn gewesen, vielleicht auch höher als die 102, weil er vielleicht denkt, dass ich diesen Move weniger machen würde als du, weißt du? Ja. Und die 127 gibt ihm aber noch die Chance zu reagieren und er hat seinen Doppelten noch. Das heißt, wenn er hier ist, dann besteht er nicht in die Gefahr, ob ich hierhin oder hierhin gehe. Und dann kann er in zwei Moves theoretisch auch wieder hierhin zurück und dann reagieren. Deswegen glaube ich, er ist bei der 127. Und wenn er bei der 127 ist, dann sollte ich mich entweder auf diese Hubstelle bewegen, den Hafen besetzen, weil dann ist dieser Bereich durch. Dann kann er den Hafen hier noch erreichen, aber er braucht auch zwei Moves. Du meinst, wir reden den Hafen so mehr? Genau, also das heißt, wenn ich jetzt hierhin gehe, auf die 126 habe ich folgende Möglichkeiten. Wenn er hier drauf ist, Pech für Eddie, aber ich hätte ihn. Und ich wäre im nächsten Zug aber hier und würde diesen Hafen besetzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn er hier ist, ja, Spekulation. Du hast recht, weil wir besetzen. Im Grunde machen wir eine Sache dicht und zwar den Hafen. Mehr oder weniger. Er kann natürlich durchschlüpfen, aber schon mal besser als nichts. Ja, im Prinzip haben wir uns diesen Hafen fast gesichert, diesen Hafen fast gesichert. Ich sichere jetzt noch den und du bleibst im Backbone und rückst langsam näher, würde ich jetzt sagen. Okay? 126. Riskant, aber. Ja, ich meine, wir haben zwei von sechs Feldern konnten wir erreichen mit einem Zug. Hm? Wir haben jetzt beide. Ich habe meinen nicht genutzt. Wenn du ihn nutzt, haben wir es zumindest probiert. Könnte ja theoretisch sein, dass er so viel Risiko geht. Ist zumindest nicht falsch. Im nächsten Schritt hätte ich aber auch den Hafen. Also, ja, also dann do it. Find's gut. Hafen. Also. Tja, scheiße, scheinbar nicht gewonnen. Krass. Okay, ich bin dran. Bin ich natürlich nicht. Du bist so geil, Alter! Ich dachte gerade wirklich, echt geil. Mach mal, ohne weitere Erklärung, ich will hier immer noch auf die Hauptbahn. Never so, change. Du bist doch schon gerade gegangen. Nee. Ich habe den hier gezogen, aber das war nicht ich. Du hast eben noch gesagt, ich ziehe mich mit den Worten, ich ziehe mich zurück und mache hier, obwohl ich nicht glaube, dass er da ist. Natürlich hast du den Move schon gemacht. War das nicht beim letzten, aber das war die Runde davor. Nein, ihr besprecht euch das schon seit einer halben Stunde. Das tun wir wirklich. Also ich es weiß ist immer noch der erste Move nach dem Reveal. Ich bin jetzt dran. Ihr habt alle euren. Moment, ich mach. Okay. 46 bin ich auf die 47, bin ich auf die 34. Das ist der vierte Zug. Du hast es doch eben sogar noch angefangen. Ja, ist aber richtig. Ist also richtig. Ihr könnt gerne die Regie fahren. Nein, ist doch gut. Dann ist doch alles in Ordnung. Dann ist Eddie jetzt dran. Naja. Entschuldigung. Das ist der Druck, gefunden zu werden. Natürlich. Es ist der Druck, entlarvt zu werden. Weißt du, was denn ist, der nicht gefunden werden will? Also. Ruhig. 126 können wir dann übrigens durchstreichen. Scheiße, das ist, also der Mr. X zu sein, ist in dieser Konstellation wirklich anstrengend, weil man einfach wirklich lange, du wirst so pro Runde, wirst du so zersetzt und wirst so entlarvt und wirst so gesagt, so, ja, er ist so und so und er könnte so und so bluffen. Mhm. Das ist, das Fabian, Leute wollen alles zu gedacht gehen. Dass jeder es mal schafft, Mr. X. Er hat offensichtlich noch nie eins unserer Pen & Papers oder irgendeines unserer anderen Produkte, die alle herausragend sind, gesehen. Okay. Was hat Eddie jetzt eigentlich angestellt? Warum suchen wir ihn einfach? Ich weiß nicht. Mittlerweile will ich ihn einfach nur noch haben und erschießen und eine Waffe neben ihn legen und dann den Bericht schreiben. Aber vielleicht ist er auch ein Superstar und wir sind seine Agenten und er, weißt du? Könnte ja auch sein. Mr. X muss ja nichts Negatives. Glaubst du, dass er ist Chad Banner? Ja, crazy. Was machen wir denn nun? Worauf warten wir? Auf dich? Auf Eddie. Dauert es euch zu lange, nachdem ihr gerade eine Dreiviertelstunde beraten habt? Musst du es auch ausdiskutieren? Mit wem denn? Darf wir können ja weiter diskutieren. Nachdenken. Nein. Okay. Wir dürfen ihm keine Zeit geben. Donutpause. Ja, also nochmal für uns, während er nachdenkt. Ja, können wir nochmal war ein bold move. Er ist entweder auf 114 oder er ist auf 102 oder er ist auf 127 oder er ist auf 108. Oder hier. Oder auf. Da kann er nicht sein. 157. Doch, da kann er. Nein, 100. Entschuldigung, ich meinte. Ja. Also soll ich denn eigentlich. Wollen wir mit dem Bobby dann gleich hier rüber versuchen zu gehen? Warten wir doch erstmal ab, was er jetzt macht und dann. Du meinst ja gerade, lass uns jetzt besprechen. Wir wollen ihm natürlich nicht jetzt schon. Ja, aber wir wollen nicht schon sagen, was wir machen, dann weiß er ja, wie er darauf reagieren kann. Das ist zu viel Multitasking. Auch für Ede.
Ich weiß es nicht. Lass ihn nebenbei noch irgendwie rechts ein Glas Wasser einschenken und dann siehst du Rauchröhrchen und explodierende Sprungfedern. Ede läuft noch auf Sprungfedern. Weiß, ist ein älteres Modell. Ja. Das stimmt. Seine Ede Punkt Echse failed. Du musst abhauen. Stop working. Wäre sogar, wenn er jetzt eine halbe Stunde überlegen würde und dann zugeben würde, dass wir ihn schon längst haben in der 126. Ja, fuck, ihr habt mich. Okay. Ja. Okay. Es kommt aber so ein Räuspern aus der Regie. Ja. Das ist ein schönes Spiel. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich es kopieren kann. Also ich merke auch, als ich das letzte Mal gespielt habe, als ich 10 war oder so, da war die Competition nicht so krass. Das war... oh, ich zieh mal hier hin. Haben die Spiele gewinnen lassen. Das, ungefähr, war so, ne? Ja. Das war so, komm, wir gehen mal da hin und guck, ob er da ist. Da wurden nicht Wahrscheinlichkeiten ausgerichtet. Aber es ist doch gut, dass du das jetzt weißt. Ist auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Man muss sich wirklich, sich Gedanken machen. So. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Tja. Guten Tag, Entschuldigung. Guten Tag. Oh, okay. Es ist sehr warm. Eine Sonnenbrille ist sehr das ist schlau. Eine gute Idee. Okay, er nimmt ein Taxi. Dann können wir mal gucken. Wo er potenziell sein könnte. Also bei der 100, wenn er bei der 108 wäre, könnte Taxi, entweder jetzt 105, 119 oder 117. Also, das 105, 119, 117. 108 könnte sein. 105, 119 und 117, ne? Sehe ich das richtig? Ja, okay, wenn er bei 157 ist, dann ist er entweder 170, ja, entweder 170, 158, 170, oder 156, ja. 158 oder 156. Das ist ja interessant, gibt also immer nur drei Taxiwege scheinbar. Außerdem könnte man, du hattest das so gerade. Wenn er auf der 127 wäre. Hier gibt es zum Beispiel vier. Wenn er auf der 127 wäre, könnte er auf die 116, auf die 133 und auf die 134. Ja, und 102? Wenn er auf der 102 ist, wo ist die 102? Piu, piu. 101, ja, da genau, 102. Könnte er entweder sein 115, dann könnte er sein 83. Auf der... Also hier, oder? Mhm. Ja. Oder 180 oder die 103. Okay, bei 114, das machen wir auch noch kurz. Dann könnte er sein, 126 geht nicht. Er könnte 132 sein. Er könnte sein 131. 113. 115. Das ist ganz schön viel, oder? Ja, 4 und dann 101, ne? Was? Noch? Eins? Moment. 5 Stück, oder? Ist das richtig? Na, was ist die Ursprungsnummer nochmal? 114? 115, dann hat er eine schwarze gezogen. Da. Genau, dann hat er eine schwarze gezogen und jetzt ein Taxi. Also, wenn er ultra hart wäre, dann würde er einfach zurückgefahren sein. Das ist eine gute Idee übrigens. Dass wir ist das Social Media oder was? Ja, wir kriegen hier leider vom Social Media nichts mit. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ich will nicht dem Vorwurf unterliegen, dass ich mit Tipps hole auf Twitter. Aber ich will auch sehen, was die Social-Media-Einsendungen sind. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr uns das Twitter... Ach nee, das ist ja auch dumm. Ich weiß auch nicht, wie man es machen soll. Nur die Bilder zeigen? Ausdrucken und hier ablegen. Also ich denke, ausdrucken. Wenn ihr da was kriegt, auf jeden Fall zeigen irgendwie. Ja, die Regie, Einheit, ja. Die Regie blendet sie hoffentlich ohnehin ein. Also... Super. Habt ihr was davon? Ey, ich wollte mal ganz kurz sagen, lass uns doch mal die Felder, also die Felder, wo wir mit einem Zug hin können... Die würde ich wahrscheinlich ausschließen. Ja. Ne? Ja. Also, zum Beispiel, also 114. Da, okay, da könnte er theoretisch sein. Nee, könnte er überhaupt sein? Ja, könnte. Nee. Wait a minute. Ja, doch, könnte er gewesen sein. 132. 115. Das wird langsam echt viel. Wenn er jetzt hier hingefahren ist, 108. Da bin ich ja in der Nähe, das heißt, 105 wird er nicht machen. Zeitlimit für Detektive wäre gut. Das ist zu riskant.
Also ich glaube, da ist er nicht hin. Das 105 würde ich ausschließen. Und auf der anderen Seite, wenn er nach da gefahren ist, würde ich die 170 würde ich ausschließen. Weil er dann mit einem Zug theoretisch erwischt werden könnte. Und das ist echt ganz schön riskant. So. Ich mag rein psychologisch die Idee von Ede, dass er vielleicht einfach zurückgefahren ist. Auf die 134, also eher hier in diesen Kern. Das heißt, er war auf der 127. Ich will nur, dass wir das nicht außer Acht lassen, einfach weil es lustig wäre. Ich gucke mir diesen Bereich gerade an. Also das heißt, er ist auf der 127 und ist ein Taxi gefahren. Das heißt 116, 134 oder 133 und welche potenziellen Ziele es haben könnte. Von diesen drei Punkten wäre auf jeden Fall am interessantesten dieser Weg hier. Also das heißt 127, er ist auf der 133. Im nächsten Zug, den er noch verdeckt machen könnte, wäre auf der 140 und könnte dann relativ weit weg. Von der 133 hat er aber auch die Chance, wieder auf die 157 zu kommen. Und zwar in einem Zug, wo keiner von den beiden, also weder Homie noch ich, ihn erreichen könnte. Also auch das, hier hat er ein Schlupfloch, ein ziemlich breites sogar. Wenn er sich weiter in diese Richtung reinsetzt, wäre das eher wieder die Bluff-Strategie. Hier ist ein ganz großes offenes Feld, wo er rein kann eigentlich, halt, ne? Also ich glaube dass er zurückgeht, weil er schon sieht, dass wir hier rumsuchen. Ich denke auch, er wird in diese beiden Richtungen. Ich bin ehrlich gesagt ganz... Wir haben keine Himmelsrichtung. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir kein Zeitlimit haben. Ja. Das würde echt in Chaos enden. Wir sind drei plus eins und können hier nicht 25 Orte absuchen. Wir müssen halt ein bisschen auf Glück hoffen. Ja, okay, komm. Nils, hast du schon gesetzt? Ja, ne? Nee, hab ich nicht. Aber okay. Lass uns mal. Ich würde wahrscheinlich dann einfach hier im Gebiet bleiben und vielleicht mit dem Taxi auf die 105 fahren, einfach um ein bisschen mobil zu sein und zu gucken, dass er nicht über diese Brücke abhauen kann. Wobei ich halt nicht glaube, dass er auf der 105 ist, aber ich würde zumindest das ausschließen. Und dann würde er wahrscheinlich auch die Fähre irgendwie nicht nutzen. Du könntest natürlich auch sehr krass springen, ne? Du könntest auch schnell mal hin und her, aber das ist vielleicht für später, wenn er sich gezeigt hat. Ja, ist ja aber hier ist ein guter Ort, meine ich. Du kommst in alle Viertel damit. Ja, genau, das stimmt. Und hier auch noch hin, ja, ist schon ein gutes Ding. Also die Fähren und die U-Bahn müssen wir so ein bisschen quasi blockieren eigentlich. Okay, das ist genau ein guter Plan. Ich würde vorschlagen, dass Bobby sich in Richtung 157 bewegt, weil wenn er diesen Weg gegangen ist, also wenn er jetzt hier wäre und ein Taxi genommen hat, dann wäre er entweder hier, hier oder hier. Und wenn Bobby halt in diese Richtung geht, dann sind es nur noch diese beiden Optionen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und er hätte dann im nächsten Zug, also vor Eddie's Reveal, hätte er aber hier diesen einen Knotenpunkt gesichert. Ja, also gleiche Strategie wie hier eigentlich. Das würde ich auch so sehen. Also Bobby würde ich da ansetzen, Homie würde ich da ansetzen. Und ich gehe auf die 105. Ja. Ja, dann mache ich das erstmal. Ich nehme den Bobby mal gerade. Und. Nee, das darfst du noch nicht. Der kann doch fahren. Klar. Ach klar, er kann Bus fahren. Bus genommen. Budi. Okay, Entschuldigung. Das ist wieder. Der Budi wieder. Dann fährt nur. Taxi. 140 oder 127, das überlege ich nur gerade. 127 macht keinen Sinn, da kann er nicht sein. Ich glaube, ich gehe auf die 140 zurück tatsächlich, weil dann bin ich im nächsten Move. Das macht keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Ist ein Mobil. Aber trotzdem noch einen Zug vor seinem Reveal, deswegen macht das keinen Sinn gerade. Entschuldigung. Ich muss mich schnell entscheiden. Zwei Runden. Wisst ihr sicher, dass ich vorhin gezogen habe? Echt? Du hast halt. Weil meine Rechnung geht jetzt plötzlich nicht mehr auf, die ich da hatte, wann ich an der U-Bahn ankomme. Du hast es ja sogar noch gesagt. Eben. Ja, aber also, ich weiß noch nicht, ob da oder dahin. Also dann würde ich tatsächlich hier hingehen, weil diese Seite jetzt abgedeckt ist. Wobei, ich komme schnell an die 153. Vier Züge habe ich mir ausgerechnet. Die Regie kann das ja überprüfen. Ja, ich glaube, das. Okay, dann hast du vielleicht einen Fehler gemacht. Du hast es ja gesagt sogar. Nee, ich bleibe hier und gehe hier, obwohl ich glaube, dass er irgendwie. Ich kann den Satzlaut nicht. Und ich glaube, im Chat hätten sie, oder Twitter hätten sie sich auch schon beschwert. Das stimmt. Das hätten sie. Also. Darauf ist Verlass. Gut. Ja, gut, ich mach einfach, komm, fuck it. Nee, wieso? Mach, was du für richtig hältst. Also, wie gesagt, wir haben halt. Das sind halt schon zwei wichtige Punkte. Und wenn du da so. Ich gehe auf die 140. Ich will eher diesen Weg abschätzen, weil die Chance... Ist doch okay, du hast das ja... Ist okay, weil Simon kommt hier auch von hier. Ja. Also wenn er hier rausgeht, gibt es auch ein schönes Dreieck. Soll ich mit dem Bus hierhin jetzt fahren? Würde ich sagen, ja. Ist gut. Das ist super. Ist gut, dankeschön. Wer auch immer das gezeigt hat auf dem Klo, finde ich gut. Ja. Mehr davon. Es erinnert mich an diesen Game-On-Dreh, wo sie den Einspieler hatten, wo du auf dem Klo irgendwelche... Ich sitze auf dem PET, irgendwelche Dinger... Ja, was? Haben alle? Nein, ich glaube, alle haben. Original sage ich im PET. Okay. Ja, wir haben alle. Ja.
Aber ich sag mal, dieses, es gibt so eine Szene, wo du auf dem Klo sitzt und ich weiß noch, dass der Cutter, der die geschnitten hat, meinte, dass bei dir die ganze Zeit ein Ball raushängt. Und man versteht, was ich meine. Das war sehr lustig. Manchmal sind Cutter bei Gemon auch nicht die besten Jobs. Ich nehme einen Bus, werfe ihn weg, bin hier zur 63 gefahren. Und Etienne ist Rex dran. Scheinbar haben wir ihn nicht getroffen. Nee, deswegen jetzt treffen wir, das habe ich auch nicht, ehrlich gesagt, da habe ich nicht mit gerechnet. Nicht erwartet, nee. Er wird sich da, es kann sein, dass er uns natürlich jetzt entwischt, ne? Was hat er gemacht? Ey, wir haben uns aufgestellt, wir sind an Verkehrsknotenpunkten. Er muss sich jetzt erstmal zeigen. Nee, noch nicht. Nächste Runde. Das war der, jetzt ist er uns eh entwischt. Eigentlich müssen wir uns jetzt wieder aufstellen, so dass wir ihn gleich einkreisen können. Es sind jetzt, gibt's vor allem schon so viele Variablen. Aber gleich sind wir wieder da. Du hast noch ein Taxi genommen, richtig? Mhm. Okay, Eddie hat noch ein Taxi genommen. Ja. Und ich würde das Spiel ein bisschen verkürzen, glaube ich. Nochmal deutlicher. What would Eddie do? Also, was würde ich an seiner Stelle tun? Ja, und ich wäre an seiner Stelle auf der 102, glaube ich, am liebsten. Einfach, das ist leider kein Wunschkonzert, ne? Nee, aber das wäre aktuell die beste Option. Und Eddie denkt natürlich die ganze Zeit mit. Am geilsten wäre hier. Ganz weit weg. Oh ja, das wäre auch gut. Ja, da gebe ich dir auch recht. Da gebe ich natürlich auch recht. Das wäre natürlich ganz schön. Oder hier. Aber wo ist denn der Flugzeugkarte eigentlich? Das Teleportationskärtchen. Wäre gar nicht so schlecht. Du bist Gott in Jahr 2. Flugzeug. Panzer. Jet. Panzer. Unauffällig. Ich nehme den Panzer und fahre über 3 Detektive. Ja. Gewonnen. Musst aber auch alle kriegen. Ja. Das ist auch nicht so. Er wird zu Pac-Man wieder. Sag ja, Dr. Unbesiegbar. Der kann natürlich auch hier so, ne, in der Richtung sein. Und hier so durchschlüpfen mit Piep, Piep. Ja, natürlich auch. Aber dann, wir haben dann hier so 3 Leute. Ja, also ich würde hier bleiben. Ich würde so, ich glaube nicht, dass er auf 100, also das, ich glaube nicht, dass er irgendwie hier so das Risiko eingeht, dass ich ihn ja jetzt auf der 108 kriege im nächsten Zug. Er muss sich im nächsten Zug revealen. So könnte ich verhindern, dass er die Fähre nimmt. Also, ja. Ne? An der Stelle, wenn er hier ist, ich. Alternativ hier auf die 89, wo ich Taxi fahren kann. Oder was ist das? U-Bahn. Ich glaube, ich würde lieber U-Bahn für dich wählen, wenn ich könnte. Weil du bist natürlich auch einfach viel schneller überall hinkommst. Ja. Ich bin ja auch direkt an der U-Bahn. Ne? Das ist. Klar, wir beide sind damit an einer, aber wir kommen auch unglaublich schnell an die ganzen Orte. Und wir haben noch volle U-Bahn-Karten, noch nicht noch unbenutzt. Ja. Wir haben ja nur, er deckt auf und den Zug danach haben wir noch eine Chance, ihn zu erwischen. Aber danach wird es durch die vielen Variablen sowas von unrealistisch. Ja. Gut, also. Dann, also du meinst, ich soll auf die 89, ne? Ja, aber wäre jetzt mein Ratschlag. Ja. Du kannst auf die 108, Mann. Ich will es dir nicht nehmen. Ja, nee. Was macht denn hier auf so. Ah, shit. Er ist irgendwo. Da muss er sich revealen, dann sind wir natürlich hier recht mobil auch. Doch, dann gehe ich auf die 89 ab und dann kann ich zur Not auch. Wenn er hier hin ist, kann ich auf die 140 schnell kommen. Und ich darf ja nicht. Leider, ich darf ja nicht Dings fahren. Du bist dran. Mhm. Du bist eigentlich schon ziemlich gut da, wo du bist. Eigentlich könntest du nur noch hierhin, um beim nächsten Zug eventuell dann von da, ne, eine bessere Flexibilität zu haben, wenn man das so will. Und damit mache ich halt auch auf, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also dieser Punkt wäre für dich auch relativ schnell erreichbar. Für Homie nicht so schnell, dann müsst ihr ja 2 Bustickets oder ja, 2 Bustickets ausgeben. Ja, für dich wird es auch eng, was willst du machen? Alle anderen Orte sind weniger reizvoll als jetzt zum Beispiel 154. Ich versuche wirklich so in also ich glaube, er wird, also diesen Bereich wird er ja nicht durchbrochen haben und die Knotenpunkte, das ist schon. Nein, also ich weiß es nicht, keiner weiß es. Wir haben jetzt schon ziemlich gute große Knotenpunkte eigentlich abgesichert aus meiner Sicht. Also wird er cocky spielen. Du bist ja auch von hier nicht so weit entfernt von dieser Ecke, wobei man sagen muss, klar, es ist eine Station mehr dann.
Ja, du könntest es. Nur du musst so oder so ja weg aber und wieder zurück. Aber ich hier auf die 82 und hier, also hier wäre ich relativ schnell, aber hier seid ihr ja schon. Weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn er hier sich revealed, dann ist da, deswegen sollte ich auf jeden Fall auf dieser Achse hier bleiben, also entweder in diese Richtung oder hier diese Wand mit Homie bilden. Homie ist aber hier näher dran, das heißt, ich bewege mich tatsächlich eher, ich kann hier in diese Richtung durchstoßen. Also würde ich jetzt sagen, ich bewege mich im nächsten Schritt. Also ganz kurz, Homie, okay, würde ich, ja. Homie würde ich auch Richtung U-Bahn bewegen, weil er eben endlich U-Bahn-Tickets hat. Ja. Dann würde ich folgendes vorschlagen, Homie geht auf die 185 und nicht auf die 133, wenn das für euch in Ordnung ist. Weil dann kann ich im nächsten Zug, wenn er sich revealt, wieder hierhin zurück. Wenn er in dem Bereich ist, bin ich noch näher dran. Mache ich das so. Also ich gehe hierhin. Okay. Ja, und Homie geht auf die 185. Huch, was war das? Ich kann mir vorstellen, dass Ede irgendwie es auch geschafft hat. Habt ihr alle gemacht? Simon noch nicht. Simon muss noch. Ich gehe ein auf die 79, denn von da komme ich recht gut weiter. Okay. Muss noch bezahlen. Oh, Entschuldigung, ich bin... Taxi. Taxi, ja. Ich mit Taxi. Sorry. Okay. Falls du ein Duo nehmen willst, Ed, dann... Ihn haben wir schon da. Okay. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe gerade nachgedacht, das wäre schon geil, wenn man das in der Retrospektive nochmal sieht und einfach so die Möglichkeiten nochmal aufzeichnet. Ich hoffe, dass weißt man das so macht, dass man so ein schnell, wie heißt das, beschleunigtes Video halt. Das habe ich beim Risikobeef eigentlich auch schon gedacht. Also wenn man das einfach nochmal gar nicht roh jetzt anguckt, sondern einfach nur so hat Nils gespielt und dann einfach nur so visuell darstellt, welche Möglichkeiten wie Viren, die sich langsam ausbreiten. Hätte ich auch gerne gesehen, doch. Hätten wir eigentlich machen können. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, live ist immer schwierig, aber im Nachgang einfach. Also ich mag das, ich mag dieses Brettspiel nach wie vor, dieses Ding, dass man einfach... So in den Credits am Ende. Einfach nochmal das ganze alles Spiel in einem Zeitraffer, so ist das Wort. Ja. Während die Credits runterlaufen von den drei Personen, die hier arbeiten. Der Ede. Der Ede schnauft, da muss er überlegen, da schnauft er sich in die Vergeltung. Ach ja, das wär so schön, wenn wir ihn schon so hart in die Bredouille gebracht haben. Das wäre schön, dass er wirklich dann zwei Doppeltickets irgendwie rausziehen muss. Und das wäre gut. Und wir sind im ersten Kapitel noch, ne? Also diese drei Linien sind ja, kannst du ja auch wie Kapitel sehen. Ja, also es ist natürlich, also diese schwarzen und der zweimal, die sind natürlich echt mächtig, ne? Aber man kann die halt, kann sich auch nicht... Am Ende hin vielleicht. Zum Ende hin. Wenn du die am Anfang brauchst, um aus den Schlingen rauszukommen, dann hast du am Ende nicht mehr. Und wenn du dann jede Fahrt siehst irgendwie und dann auch mal ein Reveal kriegst, dann wird es, glaube ich, zum Ende hin schwieriger auch für den Mr. X. Jetzt ist es noch relativ einfach, wahrscheinlich rauszukommen. Und ne, muss man. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, dass seine Ausgangsposition jetzt uns auch dienlich ist, aber das macht das Spiel halt so gut. Es wirkt trotzdem immer ausbalanciert. Es gibt, glaube ich, auch richtige Bullshit-Startpositionen. Mhm. Wobei die natürlich hier auch einfach ausbalanciert sind durch die Möglichkeiten, wo man starten kann. Schon, ja. Ja. Aber auch da gibt es Glück und Pech, da gehe ich von aus, ja. Er war ja schon wirklich sehr nah in unserer Schlinge, schon am Anfang und hat sich da wahrscheinlich jetzt entwunden. Ja, aber gut gemacht, also mit den Black Tickets am Anfang auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt. Also wenn er, wie gesagt, auf 102 war, irgendwie dann hat er jetzt gerade eine ganz gute Position eigentlich, finde ich. Ja, wir werden es jetzt ja sehen, das ist ja das Lustige. Ja. Du kannst dich auch der Polizei stellen und auf ein geringeres Strafmaß hoffen, ne? Das geht auch. Also es ist halt auch eine Option. Was wäre das denn für ein Strafmaß? Mhm. Ja, oder du korrumpierst halt den nächsten Mr. X und sagst, das geht auch. Okay. Ich muss echt überlegen. Es ist schwieriger, als ihr denkt. Ihr macht das gut. Gut. Alright. Mal gucken, was ich kann. Ich habe mich auf ein PET gesetzt für das Foto. Für das Klo? Auf ja, PET? Weil ich hatte meine PET, das ist den Computer. Vielleicht bin ich Data Hacker. Habe ich mir gedacht so. Phantomzeichen. Data Hacker. Ja, Asiaten hacken mit dem Hintern. Oh, das ist sehr smart. Das ist der neue Wurm-Mate. Worms ist ein Fußballverein. Ist tatsächlich so. Das ist ein Phantombild, das zählt das. Das ist Mr. X oder was? Sieht mehr aus wie ich im Echt. Ich wollte gerade sagen, ja, Detective. Mhm.
Wir sehen mir ein bisschen aus wie Narin. What a turn of events! Alle dachten, er wäre der gute Cop. Aber doch nein, tief im Inneren lauerte ein Schurke. Die üblichen Verdächtigen. Alles klar. 101. Und er hat ein Taxi genommen, alles klar. Das heißt, er war auf der 83. 101 hatten wir auf unserer Liste. Ist schon interessant, wir waren, also der, ja. Es steht auf der Liste. Kann man ja auch ausrechnen. Haben wir somit richtig gemacht. Das ja, wir müssen war auf 114, auf 83, weil er jetzt Taxi gefahren ist. Auf 100 kann er nicht gewesen sein, auf 82 kann er meines Wissens auch nicht nach... Aber das ist doch wurscht, wo ich herkomme, das kannst du ja, ja. später analysieren. Ja. Jetzt geht's, ja. Weil wenn du das jetzt auch noch machst, dann dauert das Spiel... Okay, er kann gehen mit dem Taxi zu 100, er kann zu 114. Ich würde Folgendes vorschlagen. Moment, einmal sammeln kurz. Er kann zu 82 und er kann zu 83. Also... Ja, schon. Du wolltest? Ja, ich wollte nochmal, wir müssen mal gucken, was seine Optionen sind. Und er hat, nee, ich meine, also wegzukommen auch, ne? Er hat halt die U-Bahn hier in der Nähe und ich könnte mit einem U-Bahn-Ticket hier hin und dann würde ich ihm das hier blockieren und du könntest andere, ja. dahin und würdest ihm zumindest dann die U-Bahn blockieren und dann nicht weit weg. Könnte Homie könnte mit der U-Bahn nach da. Aber das hier wäre nicht schlecht, ne? Hier hin und dann kannst du auch relativ weit erstmal weg. Ja, schon ja, macht für den Gedanken. Aber könntest du doch dann. Ja, kann natürlich nicht alles, obwohl, wie wir alle, ja, aber. Ja, na, warte mal, ich überlege gerade. Wenn er. Er braucht ja mindestens, gut, mit dem Doppelticket könnte er. Auch quasi, er hier muss er Taxi hier fahren. Kommen, könnte aber auch hier hinkommen. Er könnte mit einem Doppler könnte er auch da hinkommen. Könntest du gar hier kommen? Er bräuchte aber zwei, oder? Er bräuchte, zack, ein Doppler, wenn er jetzt. Ne, wir sind ja erstmal dran. Das heißt, Homie kann hier hin. Mhm. Und wenn er dann einen Doppler nimmt, um da hinzukommen. Ich kann aber auch direkt hier hin. Ne? Ich kann die 111 direkt schon mal blocken. Und du blockst die 67, ja. So ich die 140 und Homie die 153. Oh, das ist gut. Dann wissen wir erst. Wir schon mal ins Quader. Ja. Und bei mir ist es. Moment, die 140 brauchst du aber gar nicht blocken. Doch, ist aber gut für den nächsten Schritt, weil hier könnte ich theoretisch mit einem Busticket auf die, 100, auf die 82. Also, so das heißt, kann hier aggressiv rein, wenn ich hier bin. Vielleicht hält ihn das auch ein bisschen zurück, wieder hier zurück auf die Insel. Ja, ich meine, ne, er kann natürlich auch wieder auf die 115. Das meinte ich damit. Und dann eben zum Beispiel, ja. Wenn ich jetzt da, nach da fahre, kann er auch wieder auf die 115 zurück und dann hier zur 108 und uns entwischen. Ne? Und wenn er dann eine U-Bahn kriegt. Aber er braucht ja auch schon drei Karten, ne? Zu 115, ne? 1, 2, 3 oder. Ne, ja, zwei braucht er. 1, 2. Bin ich gerade, okay. Wenn er eine Doppelkarte nimmt, kann er quasi im nächsten Zug schon auf der 115 sein und könnte dann beliebig sich mit der Fähre verpieseln. Ach, die Fähre, ja. Die ja, könnte er theoretisch auch zweimal hier lang laufen. Und was er kann sogar einen Doppler nehmen und dann ist er auf einmal hier, ne? Und dann ist er komplett entwischt. Wisst ihr? Ja. Also wenn er zwei schwarze Karten opfert und sagt, okay, ich gehe zurück zu 115 und dann bam, bam und dann so, dann ist aber ganz gut. Kurz für die Zuschauer, weil viele später einschalten und nur Bahnhof verstehen. Ihr könnt auch einfach erst am Bahnhof. Ihr könnt die Scotland Yard Brettspielregeln auch einfach mal googeln. Die sind relativ einfach. Wir haben, oder ihr spult einfach das Video zurück. Wir haben sie am Anfang auch erklärt. Und die Jungs wissen, wo ich jetzt bin, weil ich alle fünf Züge mich zeigen muss. Also dem dritten und dann im achten und jetzt bald wieder im 13. Das sind dann fünf. Am 13., Züge. Beim 18. und dann beim letzten sind es sogar sechs Züge. Also Homie geht dahin, ne? Da sind wir uns einig, oder? Ja. So, zack. Ich könnte dahin gehen. Ja. Und Simon könnte dahin gehen. Und dann könnte Buddy zum Beispiel auf die 115 gehen, um die Fähre zu unterbinden. Hatte ich auch gedacht. Dann haben wir drei U-Bahn und eine Fähre und drei Leute sind auch sehr mobil aufgrund der U-Bahn und du deck auf jeden Fall den Hafen halt ab. Deckst halt den Hafen die Defensive, ab. Ja, genau. So, das heißt, er könnte, wenn wir es smart ausspielen, weder die U-Bahn machen, noch die Fähre. Und dann müsste er hier so ein bisschen im Gebiet bleiben. Das wäre auch nicht schlecht. Er könnte natürlich mit dem Bus abhauen. Bin ich dabei. Lass machen. Ja? Ja. Okay, also dann gehe ich auf die 67. Für einen U-Bahn
Ich fahre Taxi auf die 127. Fühlt sich irgendwie falsch an, dass wir den Verbrecher noch mit unseren Tickets versorgen. Es ist gar nicht klar, dass ich der Verbrecher bin. Ich bin Mr. X. Vielleicht seid ihr die Verbrecher. Sag, hab ich ja vorhin auch gesagt. Genau, vielleicht habe ich Informationen über euch und ihr wollt mich deshalb erwischen. Ja, also nur, um mal die Narrative ein bisschen zu verändern hier. Also 101. Der Böse muss nicht immer ich sein. Auch wenn es 101. Sehr wahrscheinlich ist. Okay, dann lass mal die Möglichkeit durchgehen. Also die Möglichkeiten, die er hat, sind 83, ne? Ganz kurz, Entschuldigung, Simon hat noch nicht gezogen und Homie noch nicht. Also was rechnest du da gerade aus? Also, deswegen. Nein, ich will nur einmal aufschreiben, aber Homie soll rüber auf 153. 83. Ja, weil dann das kannst du ja gleich machen, weil dann kann Eddie weiterspielen. Deswegen will, ja, will ich die Runde einmal beenden. Haben alle gemacht? Ja. Zahlen noch, musst du, Simon? Ja, ja, natürlich, genau. Mit einem U-Bahn-Tickelchen. Und jetzt ist Eddie wieder dran. Hast du noch, wie viele U-Bahn hast du noch? 3. Ich war meine erste U-Bahn. Du hast noch 2, ne? 82. 2 U-Bahn hat er noch. Ja, hatte ich nicht 3? Und ist den einen runtergerutscht? Nee. Bin ich schon mal oben gefahren heute? Ja, bist du. Du bist einmal schon auf die 89 gefahren, jetzt bist du zurückgefahren. Tja, fuck. Gut, Okay, Eddie zieht jetzt als nächstes. Wir wissen nicht mehr, so, wo er war. Er war gerade auf der 101. Was steht da aus der 101? Was hatte ich gesagt? 83, 114, 100 und 82. Hab ich was vergessen? Nee, ne? Von der 101. Da und da. Ne? 4 Stationen kann er von da aus direkt ansteuern. Alle mit Taxi. Ja. Und dann kannst du im zweiten Strang den Doppler halt reinsetzen. Können wir auch das dann machen, wenn er ihn zieht. Das müssen wir jetzt nicht gleich besprechen. So, was ist, ja, wir können ja schon mal nonverbal überlegen, was für ihn das Smarteste wäre, wo er sich am wenigsten irgendwie in Gefahrgebiet, aber leise möglichst. Also, Nils, ja, wie meinst du das mit leise? Dass Eddie uns nicht hört? Ja, Mann. Das macht hier keinen Sinn. Ich glaube, sinnvoller ist einfach gar nichts zu sagen und jede seinem eigenen Schweigen zu überlassen. Oder irgendwas völlig anderes zu reden. Ich meine, wir sitzen am Aus. Es hat ihn auf jeden Fall abgelenkt. Wo ist Ede? Wo geht er hin? Ist er böse? Oder nee? So ist das halt. Die Narrative verändern wir heute Abend. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe das wirklich lange nicht gespielt. Ich hatte ein bisschen Sorge. Boah, ich auch nicht. Ey. Jetzt finde ich das sehr lustig. Ich kenne nur die Werbung. Wo immer einer auftaucht und so ein anderer hat eine Lupe oder so und dann Schatten, Straßen, Rände, flitzende Beine. Flitzende Beine? Das sah viel cooler aus. Ich war für Pocket Beans in einem Laden in Wandsbek, hier in Hamburg. Ja? Würfel und Zucker heißt der. Haben die Würfel Zucker? Die haben Würfel und Zucker tatsächlich. Ey, die haben einfach alle Brettspiele der Welt da. Unter anderem ein nicht gesellschaftliches. Oh. Ich hab's auch fotografiert. Ein nicht gesellschaftliches. Ja, das ist extra ein antigesellschaftliches, nicht kooperatives Spiel. Und du hast auch einen Companion Cube da drin. Und so. Und das ist sehr, sehr lustig. Und das ist schön. Du kannst halt hingehen, trinken, Kuchen essen und Brettspiele spielen. Das ist super. War sehr sympathisch da. Und da habe ich halt auch Scarlett Yard gesehen. Jetzt komme ich wieder drauf. So. Jetzt mache ich den Deckel zu von der Geschichte. Nils Bumhoff, bist du noch in deinem anderen Profiler-Modus? Ja, aber wir warten ja auf Ede. Ey, wie super nervig das wäre. Für Eddie, für uns nicht. Für uns wäre das richtig professionell arbeiten können wir, wenn wir jetzt auch noch so mit Nadeln und Fäden einfach so komplett alles voll machen, während wir diskutieren. Mhm. Und dann so eine Wand auch so. Ja, auf jeden Fall. Oh, das wäre saulustig. Das wäre gut. Wir sind nah dran. Wir haben ihn relativ gut in der Mitte. Wir könnten auch ganz woanders sein, aber wir sind sehr nah dran. Mhm. Wir haben ihn gerade gesehen. Er ist bei der 101. Lass uns mal bitte leise sein. Ja, ich sag ja nur, mich selbst. Ich meine, ne, nicht, also unsere Gedanken sind sein. Die Gedanken sind sein. Niemand kann sie erwarten. Das ist so dumm. Nachdem der Coup schiefgelaufen war, wusste er nicht, wohin mit sich. Sein Kumpel hatte ihn verraten. Stellte sich raus, er konnte gar kein Auto fahren. Vielleicht hätte er besser einen anderen Fluchtfahrer engagieren sollen. Nun gut, dafür war es jetzt zu spät. Er hat ihn erschossen, den Dreckskerl. 3 Kugeln. Aber er hatte eine Affäre mit Lou. Aber Lou ist jetzt tot. Wo war Lou? Du bist auch tot. Wo war Lou? War sie wieder auf dem Strich, wo ich sie gefunden hatte? Ich weiß es nicht. Ich war auf mich allein gestellt. Die Bullen hatten mich eingekreist. Der billige Schnaps rann mir die Kehle herunter. Schnell den Mund abwischen und weiter.
Ich würde nicht wieder in den Knast gehen. Das hatte ich mir geschworen, als ich mit 8 das letzte Mal eingebucht wurde. Nie wieder. Lieber dabei draufgehen. Lieber dabei draufgehen. Aber in der Themse saufen war keine Option mehr, denn die Schnüffler waren mir auf die Fersen gekommen. Zum Hafen zurück war keine Option. Ich dachte, ich hätte sie abgehängt. Die Idee mit den Fähren war brillant. Hätte ich sie mal genutzt. Er kommt hier nicht weg. Er kommt nicht weg, sagte er sich die ganze Zeit selbst. Naja. Hier wohnt übrigens Graf Mon. Im echt? Epsley House. In the hell. Wenn ich jetzt die Wahl hätte. Ja, aber du hast auch keine Kohle. Das ist ja dein Haus. Ja, exakt. Also in Staffel 2 ist es dein Haus. Du hast einen befristeten Staffelmietvertrag. Indexmiete. Ja. So. Brauchst du noch ein bisschen länger? Ja. Oder hast du eine Werbung. Ich glaube, Eddie will auch noch überlegen. Ne? Okay, Eddie muss noch überlegen. Gut, dann machen wir ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück bei Scotland Yard. Die Schlinge zieht sich enger. Wird der schlüpfrige Vaseline-Mann sich erneut da durchwieseln können? Oder ist es das Ende für den größten Schurken des 21. Jahrhunderts? Wir werden es erfahren gleich nach der Werbung. Guter Move. Hallo, Eddie. Ich war früher im Zirkus als Spacko. Das glaube ich dir ungesehen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Scotland Yard. Die Schlinge zieht sich immer enger um meinen Hals. Schaffen es diese fantastischen drei Detektive, Mr. X, zu bekommen. Also im Prinzip. Soll ich mal was sagen? Jetzt? Für euch nicht viel verändert. Du hast einen Move gemacht, du hast einen Taxi gemacht, benutzt. Ein Taxi. Ich möchte benutzt. Dazu was sagen. Und zwar folgendes: Er ist ja auf der 101, ne? Ja, er war auf 101. So, und wenn ich das richtig ausgerechnet habe, dann haben wir 4 Optionen, die er gehen kann. Ja. 114. Drei dieser Optionen können wir mit einem Zug ansteuern, wenn ich das richtig sehe. Also lass uns mal gucken. Ja. 83. 14. Der Reihe nach. 82, 83. Also 83. Also in alle Richtungen. 83 können wir nicht ansteuern. Ich habe mich nämlich schon mal getäuscht, weil da ist gar keine Taxi-Verbindung. Taxi-Verbindung. Das heißt, ich könnte nicht zur 83 gehen. Aber das würde implizieren, dass Ede, der das vielleicht auch wusste. Aber jetzt guckt er so als... Nee, er hat es nicht gewusst. Hat er so geguckt? Nee, Ede hat das nicht gewusst. Okay. Das können wir schon mal ausschließen. 83 hätte ich sowieso ausgeschlossen, weil... er hat es wirklich nicht gewusst. Ich das so gemacht habe. So, 114 ist die einzige, wo wir nicht mit einem Zug hin können. Yes. So, dann haben wir... Noch die 100, die ist da kann Simon mit einem Busticket hin. Werde ich auch gleich. Und dann haben wir noch die 82 und das ist diese hier und da kann ich mit einem Zugticket hin. Würde das heißen, dass er automatisch die 114 genommen hat, weil das der einzige Weg ist? Es ist der einzige Weg, wo er nicht riskiert, dass er mit einem Zug gefangen wird, sagen wir mal. Also 83 könnte es auch sein, aber er hat tatsächlich gerade schon nochmal diesen Blick da so geguckt, das sah so aus, als wenn er das nicht unbedingt registriert hätte. Also, er war innerlich empört. Wenn er auf der 83 war, das gut geschauspielt hat oder unbewusst, weiß ich nicht. Ja. Also ich denke, er ist entweder zu 114 gegangen, Dankeschön, weil er dann, wie gesagt, ist der einzige Move, wo er jetzt nicht gleich schachmatt ist und es macht auch für ihn da keinen Sinn. Warum soll er das riskieren? Also trotzdem wäre es natürlich irgendwie von uns auch, weil er schon auch ein bisschen verzweifelt ist. Also, ja, ist so. Es kann ja auch sein, dass er jetzt... Ey, aber guck mal, wie geil man ihn ankreisen könnte. 126, 140, theoretisch. Dann hätte man beide Dinger besetzt. Dann kann er nur noch in eine andere Richtung, also in die anderen zwei. Oder? Ja, wenn er auf der 114 ist. What would Eddie do? Ja, genau. Also, wenn er in diese Richtung geht, genau, dann müssen wir ihm die 115 blockieren, die 126, die 140. Genau, wenn er. Und die 113 theoretisch auch. So, also, wenn er auf der 114 ist und wir fahren mit Homie auf die 140, das finde ich schon mal irgendwie gar nicht so schlecht, weil dann kommt er hier nicht hin, wenn er. Er ist jetzt, wenn er da wäre, er würde ein Doppelticket nehmen, geht das nicht, weil Homie da steht. Wenn er erst einen Move macht und dann ein Doppelticket, dann geht das auch nicht. Er kann auch nicht vorbei, wenn der Bobby weiter hier stehen bleibt. Das ist schon mal gut. Also wir haben den Weg blockiert dann. Naja, gut. Und die Frage ist für mich, in welche Richtung... Also eigentlich sollte der hier dahin und der hier dahin zum Beispiel, um wirklich alles abzuriegeln. Aber das geht ja gar nicht, weil deiner zwei Moves braucht. Also, gut, sollen wir uns erstmal jetzt
Ja, lass die Wahrscheinlichkeit, dass er, warte ganz kurz, ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass er auf 114 ist, stufen wir am höchsten ein jetzt, oder? Weil es der einzige ich, jetzt... Er hat, es bietet ihm im nächsten Gang, was seine zwei Tickets angeht, auf jeden Fall am meisten Möglichkeiten und da hat er die Chance, am längsten zu spielen. Also ja, ich glaube auch erst bei der 114 und bei der 114 hätte er dann tendenziell die Möglichkeiten, grob durch den Park abzuhauen. Das wäre sehr kleinteilig. Ich denke, das ist auch sein Plan. Oder aber auf die 150, je nachdem, ja, wie unser Zug jetzt aussieht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er sich Richtung Norden bewegt, weil das wird zu krass. Also das wäre halt die 82, das wäre die 83 halt. Ich tippe auf oder die 100 halt. Aber das glaube ich richtig, glaub ich den richtigen Riecher. Ich glaube, es ist die 114 mit der versuchten Flucht durch den Park. Oder halt zum Hafen zurück, je nachdem, ja, aber ich glaube, bewege. Ich glaube, halt, der Hafen ist durch. Ich glaube, das hat ihm keinen Spaß gebracht hier. Ich glaube, jetzt will er hier mal langsam... Man muss die ganze Zeit kotzen auf... Meter, er will mal Meter zwischen uns bringen. Das ist sein Ziel jetzt. Er will sich retten auf Zeit. Ja, also er will auf jeden Fall durchschlüpfen. Okay, können wir mal ganz kurz nochmal gucken. Also die Felder, nämlich 100 und 82, das sind die wir theoretisch ansteuern können. Also ja, du könntest auf die 100 gehen. Nur um auszuschließen, falls er es riskiert, dass du diesen Move nicht machst, dann könnte man zumindest ausschließen, dass er da war. Da weiß man sicher, er war nicht auf der 100. Und wir können die 82 könnte theoretisch ich ansteuern. Dann hätten wir schon mal ausgeschlossen, dass er in diese Richtung geht. Dann bleibt ihm eigentlich nur die 83 und die 114. Die 83 hätte ich abgedeckt, wenn ich auf die 415 gehe und Homie sich... Homie ist ein bisschen weiter weg, aber der kommt dahin. Ja. Solchen wollen wir mal bewegen? Im Grunde sind wir ja durch. Ja, würde ich auch sagen. Okay, okay. Also dann gehst auf die 100, auf die 100. Bobby auf die 140. Und ich gehe dann auf die 82. Und ich vergesse das Bezahlen nicht, Leute, ne? Und ich gehe auf die 115. So, und recht, Bobby zahlt nicht. Zahlen nicht, ey. So, und Bus. Es gibt nur noch zwei Möglichkeiten, entweder 114 oder 83. Hast du bezahlt, Bulli? Ja. So. Und ja, das sind die einzigen Möglichkeiten. Ja, zumindest schränken wir die Möglichkeiten danach noch mehr ein. Mal deine Hand weg. Irgendwas ist runtergefallen. 114, ja, ich bin immer, mein Arm ist immer auf den Tickets. Sonst machen die Tickets mal hier irgendwie, damit auch hier die Grenze klar wird. So, wie bin ich denn gefahren mit dem Bus, ne? Schön. Ja. Hast du auch gezahlt, Simon? Jupp. Ja. Okay, also bleiben jetzt zwei Sachen. 114 und 83, dankeschön. Und 83. Es kann halt auch sein, dass er so geguckt hat, weil er sein Plan gewesen ist, von der 83 auf die 67 zu gehen. Ja, hab ich auch gedacht. Ne? Dass das halt, oh scheiße, das geht jetzt ja gar nicht. Das heißt, er müsste zwei Moves machen, um auf die 67 zu kommen und dann könnte er halt mit der Bahn abhauen. Das ist halt der Weg, der jetzt offen ist. Ja. Da müssen wir gleich irgendwie gucken, dass das im Idealfall nicht passiert, ne? Weil dann würde er, wenn er das macht, würde er halt rausschlüpfen. So, da müssen wir echt aufpassen. Es wird interessant, wenn er zwei Tickets nimmt, hat er also theoretisch auch die Möglichkeit, mit dem Bus an mir vorbeizufahren. Ja, wir sollten aber erst dran, ne? Er hat natürlich immer Chancen, überall vorbei. Lass uns weiterreden, wenn er gemoved hat. Okay. Sonst verraten wir ihm unsere Gedanken, was mega dumm ist. Ja. So, was wollte ich jetzt sagen? Okay, 114. Die verdammten Hunde hatten meine Fährte gerochen. Sie trieben mich in die Enge. Wie konnte es so weit kommen? Hatte ich etwas übersehen? War mein Plan nicht durchdacht? Das ist super, Jungs. Er muss jetzt einen Zweier nehmen. Wir sollten tatsächlich unsere Gedanken für uns behalten. Ich finde das ein bisschen das ist schlau, ja. Weil du ihm jetzt im Prinzip mega geholfen hast, was sehr dumm von dir war. War das sehr dumm von mir? Ja. Das war sehr dumm von ihm. Zum Glück war einer der Polizisten sehr dumm. Das könnte meine Chance sein. Also griff ich zu. Mein Name ist Lieutenant Smeargol. Und ich bin sehr dumm. Ich bin hier ein... Entschuldigen Sie, ich bin doch nur Agent. Ich vergaß. Ist eigentlich schlecht, dass man immer von Detectives immer diese tiefe, rauchige Stimme sofort hat, im Kopf hat, ne? Mein Name war Detective. Ja. Warum nicht so? Mein Name war Detective Gronk. Da saß ich nun in meinem eigenen Schlamassel. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Meine Mutter hat immer gesagt, lass die Finger von Diebstahlereien. Doch ich konnte ja nicht auf sie hören. Nun saß ich hier,
An der Busstation. Taxi. Oder am Taxistand? Ich hatte meine Hansa-Karte vergessen. Kaum noch Kleingeld in der Tasche. Doch meine Pläne waren nach wie vor groß. Ich wollte mich absetzen, raus aus dieser Stadt. Zurück zu Marilyn, meiner großen Liebe, die aufs Land gezogen war. Sie war Tierärztin. Wir hatten uns kennengelernt, als ich eine Schusswunde hatte und ich konnte mir einen Arzt nicht leisten. Also stolperte ich in ihre staubige Klinik, wo es nur so von Reptilien und Amphibien wimmelte, und sie nähte mich wieder zu, und das war der Moment, Morphium betäubt, als ich mich in sie verliebte. Ihre Finger in meinen blutigen Wunden wühlten mein Inneres auf, mehr als es diese Kugel je vermocht hätte. Und nun war ich hier wieder ohne sie. Ich fühlte mich einsam und allein. Alles, was sie tat, hatte ich für sie. Irgendwie. Doch würde ich auch für sie in den Knast gehen? Das sollte sich jetzt rausstellen. Ich würde alles daran setzen, dass... Kann nicht. Kann aber nicht. Guter Versuch. Nee. Nein, nein. Danke. Appreciated. Never go full Nils. Never go full Nils. Das habe ich auch gesagt. Ich hieß früher übrigens Tom. Und dann bin ich einmal vor Nils gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Scheiße. Ja. Das ging. Du bist Jim Carrey. Und der Tom heißt jetzt Nils. Das ist so wie bei Lost, wo man die Zahlen eingibt. Alter, der hat sich dann auch gedacht so, haha, jetzt Rottel, das ist der Coach. Tschüss. Habt ihr so aktuelle Interviews mit Jim Carrey mal gelesen? Also auch jetzt mit seiner Doku, das ist schon ganz schön krass, ne? Ja, der ist voll Jim Carrey gegangen. Er ist voll Jim Carrey gegangen. Ja. Ich habe zwei ja benutzt, meinen letzten. Siehste? Ja, was denn? Siehste? Ja, was? Ist das jetzt meine Schuld oder was? Ellie ist ein schlauer Mensch. Danke, Budi. Bitte. Was bedeutet denn eigentlich da die... Was ist denn? Was, also gut, Zug ist erledigt. Ja. Ellie hat noch zwei Züge, dann muss er sich zeigen. Okay, also. Ihr kriegt mich nie! Das ist deine Stimme! Darf ich mal kurz was fragen? Ja. Da hattest du dich ja gerade revealed, oder? Hier hatte ich mich revealed. Ja. Bei der 18. Nee. Nur wegen dem. Das ist da ja hier. Ach, das ist. Ich bin ja sehr dumm. Okay, also zack, okay, alles klar. Das heißt, das passt schon. Okay, Taxi. Und jetzt. Also der erste Zug Taxi und der zweite war Blatt. Also 83 oder 114. Und von denen hat er zwei Tickets genommen. Erstes ist Taxi. Zweites ist. Wissen wir nicht. Also, wenn er auf der 83 war, ich mach mal weiter. Ja, Moment, die 83 hat nur Taxistellen. Ja, ist ja gut, aber er hat ja den ersten Taxi genommen. Das heißt, entweder ist er... Ja, aber warum sollte er wohin gehen, wo es nur eine Möglichkeit gibt? Und nee, er hat ja einen Zweier genommen. Das heißt, wenn er auf der 83 war, wenn er auf der 83 war, hätte er auf die 102 gekonnt und hätte dann mit einem schwarzen Ticket entweder zu 67 oder zu 103 und mehr, oder nicht. 100, mehr nicht. 115 nicht? Ach, da steht bin der Bulli drauf. Ja, klar. Bei der 114 hätte er folgende Möglichkeiten, auf die 101, auf die 83 zu kommen. Das wäre eigentlich auf jeden Fall der boldest Dick-Move irgendwie. Er hätte die Möglichkeiten gehabt, auf die 126 zu kommen und von dort auf die 127. Er hätte die Chance gehabt, auf die 132 kann er nicht bringen, das ist One-Way. Er hätte die Chance, auf 113, 125 zu kommen. Ja. Er hätte die Chance, auf 131, 130 zu kommen. Ich glaube übrigens, das ist sein Weg. Auf die 130 meinst du? Ja, mehr so einfach in diese Richtung. Ich glaube, er hat eine von diesen beiden Möglichkeiten gegeben, weil er ist an uns vorbei, wir konzentrieren uns und schon ist er weg. Also lass uns mal versuchen, die auszuschließen, wo wir ihn mit einem Move kriegen können. So, das heißt, also er war ja auf der 100, entweder auf der 83 oder auf der 114. Das Gefährlichste für uns ist, wenn er auf die 67 gegangen ist. Wenn er auf der 83 war, zack, ist er mit zwei Moven da und dann kann er sich natürlich jetzt mit der Bahn herrlich verpiesen. Aber erst als nächstes, oder? Weil du könntest jetzt wunderbar natürlich einmal zurück und ihn cashen. Wenn er da ist, genau. Dann hätten wir ihn tatsächlich auch mit einem Move. Also das wäre dann hätte er sich auch in eine Position bewegt, wo er mit einem Move weg sein könnte, was er wahrscheinlich nicht riskiert hat. Nur warst du ja eben schon da und deswegen könnte man schon annehmen, dass du nicht nochmal zurückgehst. Genau, hier, er kann, also, naja gut, aber One way. So, das ist ja ein alles offen, er kann ja alles machen. Also ja, nein, ich meine nur, er geht ja auch davon aus, dass du bestimmte Wege nimmst. Das stimmt. Also pass auf, halten wir fest. Auf der 67 können wir ihn mit einem Move kriegen, wenn er da hingegangen ist. Und es macht ja Sinn, zur U-Bahn zu gehen, weil er da weite Wege machen kann. Also das sollten wir als Option uns im Kopf behalten, obwohl ich nicht glaube, dass er so riskant spielt, dass er sich in so eine Position bewegt, wo wir ihn mit einem Zug kriegen können. Kann natürlich trotzdem sein. So, wenn er auf der 83 war, also kann er entweder nur da sein oder er kann auch hier zur 103 gegangen sein.
Oder er kann auch, und das wäre übrigens auch gar nicht so ein dummer Move, auch mit der... Auf die 127, mit dem Bus von auf die 127, aber auch da wäre er wieder in der Situation, dass er mit einem Move gefangen werden kann. Also dann bringt er sich jetzt eine 50-50-Situation, ja, die er nicht mehr kontrollieren kann. Also er liefert sich schon aus, dem Glück. Aber muss er ja auch, Also ja, aber wenn du immer in einer Position bleibst, wo du nicht mit einem Zug gekriegt werden kannst... Dann bist du immer einen Schritt voraus. Bist du handlungsfähig, wenn du darauf hoffen musst, dass die Leute nicht auf den gehst, dann lieferst du dich halt dem Glück aus. Solange er eine Chance hat, ohne Glück durchzukommen, macht er das, weil alles andere wäre irgendwie zu risikoreich, natürlich. Genau, so. Und dann, wenn er auf der 83 war, wenn er auf der 114 war, könnte er da nicht hin, weil du da bist. Er könnte auf die 126 und dann auf die 127 liefert er sich wieder aus. Er könnte auch auf die 113, 125 oder auf die 131, 130 und wäre dann hier auch wieder ein vor der U-Bahn oder er, diese U-Bahn-Station ist aber auch gefährlich, weil Homie da ist. Was er aber auch machen kann, dass er von der 114 zum Beispiel, was sich irgendwo hier hinfährt und wieder zurück. Ja, habe ich auch schon. Und auf der 114 ist. Er wartet den nächsten Schritt ab und entscheidet dann. Also das heißt wie eine Art Pistol Round. Also sollten wir auch ein bisschen im Umkreis bleiben. Ja. Ja. Also was ich auf jeden Fall ausschließen wollen würde, ist, dass er mit der Bahn fährt. Weil dann, also dann ist er am weitesten weg und ich würde auch gerne ausschließen, dass er mit dem Boot fährt. Wobei er hat nur noch zwei schwarze Tickets. Ist doch cool. Wobei der hier hat es schwer in zwei Zügen zur Bahn, weil eigentlich mit einem Umweg halt hier über den Bus könntest du da hinkommen. Nee, ich kann doch direkt mit dem Bus. Ja. Eine Aber was macht im zweiten Zug dann? Naja, also wenn er hat ein Doppelticket benutzt. Das heißt, er wäre jetzt schon auf der 67. Wenn okay, dann, 83 dann umso war, besser. Umso besser, dann machst du das. So. Aber hier meintest du mit zwei Zügen zur Bahn. Wo könnte er sein? Könnte er der 131 sein oder die 125? Er könnte auf 125 sein. Okay, und er hätte dann noch zwei Züge, um auf die 100 genau. zu kommen. Genau, und das meine ich. Zwei Züge, um dahin zu kommen. Das heißt, es würde passen zu deiner Theorie. Und das heißt, es wäre sinnvoll, auch in zwei Zügen zu 111 zu fahren, wieder zurück. Scheiße. Oder sollte ich hier zu 111 fahren? Ich spreche jetzt speziell über meinen. Zu 111 fahren mit dem Bus und dann einmal mit dem Taxi auf die 112, um gleich zwei Sachen auf einmal abzuriegeln. Weißt du, was ich meine? Also wenn er nämlich hier rumgeht, dann würde ich ihn hier erwischen. Ja, also wir haben... Aber er kann natürlich auch hier lang sein. Na gut. Also ich würde mich gerne auf... Ich habe das Gefühl, dass er in der Richtung ist. Ich würde mich gerne hier hin konzentrieren. Warte mal, wir hatten ja gesagt, er ist wahrscheinlich da. Okay, da kann er nicht hin. Ach, er hat ein Doppelticket benutzt, das heißt, er muss. Er könnte auch wieder hier hinfahren, ne? Er könnte einfach wieder zurückfahren. Bobby deckt einfach mal diesen Weg schon mal ab. Ich gehe hier hin. Mhm. Dann ist das schon mal dieses Kreuz weg. Und dann genau. Also, Nils orientiert sich auf die 67 und deckt dann so ein bisschen den nördlichen Bereich ab. Und ich decke eher defensiv nochmal sozusagen die Wasserroute ab. Also ich habe eher diesen Bereich, sage ich mal. Nils hat diesen Bereich, der überlagert sich. Simon hat diesen Bereich und Homie hat diesen Bereich. Und damit haben wir ja so vier Bubbles aufgemacht, die es ihm immer schwer machen, innerhalb der nächsten zwei Züge auch rauszukommen. Darf ich euch einen Tipp geben? Oh. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, mach doch. Willst du die Information noch nicht? Ich will, aber es kann ja auch fake sein, was du ja, uns also sagst. Ja, also macht ja keinen Sinn, uns zu helfen. Also alles, was du sagst, ist ja gelogen. Entweder es macht das, entweder am Ende des Tages hilft uns der Tipp, was lame ist, oder du verwirrst uns. Gut, dann sag ich nichts. Ja. Okay, dann sag es, aber wir hören nicht drauf. Okay. Ich wollte noch mal eine Sache noch sagen. Was wir ausschließen können ist, er hat ja das Doppelticket benutzt. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er theoretisch auch, weil er muss sich ja bewegen, ne? Das weiß er natürlich. Und wenn er auf der 114 war, hätte er... Also er kommt nicht dahin und dadurch, dass er zwei gemacht hat, kann er auch nicht hier warten. Und das heißt, diesen Punkt, da kann er eigentlich nicht hin. Ne? Wenn er da ist, eins, zwei geht nicht, er könnte nur dahin zurück. Oder halt eins, zwei kommt auch nicht rauf, er kann hier auch nicht lauern, weil er wieder eins zurück müsste. So, er kann, versteht ihr? Und da ist auch keine U-Bahn-Station, also die ist hier eigentlich safe für den Moment. Die müsste auch safe sein. So, die könnten wir auch kriegen. Ihn wollten wir eigentlich woanders hin bewegen, aber lassen wir ihn hier stehen. Wenn ja, wo ziehen wir ihn hin? Ich würde gerne, ich muss was sagen. Ja. Ich habe ja keine Taxikarten mehr. Das heißt, ich muss mich langsam orientieren in einem Feld. Dann klipp doch einen in deinem Arm. Ah, na ja, okay, ah, kein Problem mehr. Und da liegen noch drei andere. Ja, müssen ja trotzdem nur noch vier. Ja, wir müssen auch echt ein bisschen aufpassen, dass man ein bisschen mischt. So, da ist mega viel Omnibus noch. Ja, eben, deswegen. Aber wir haben ihn halt auch jetzt, wir haben ihn ganz gut. Er hat keine Zweier-Tickets mehr, nur noch zwei schwarze. Und was ich vermeiden wollen würde, ist, dass er hier irgendwie mit der Fähre noch irgendwie fährt. Das fände ich ganz nice. Ja, also ich muss da hin, sonst das wäre sonst Quatsch. Lass uns das machen, wir sind alle dafür. Also kann da ja nur hin. Also ich muss das machen mit dem Bus. Das heißt, die Station haben wir immer. Das heißt, du bist nicht auf 67, nehme ich an. Nee.
dann, ja, er könnte natürlich auch 83 und dann auf die 103. Auf die 86, ne? Ja. Das ist halt auch eine Option. Dann ist er auch relativ schnell da, aber da haben wir mich. Zack. Aber könnte auch wieder hier komplett sich verpieseln. Ich würde vorschlagen, für mich auf die 127 zu gehen, weil ich decke dann einfach, bin ich hier in der Nähe und kann hier alles abdecken. Wenn er hier richtig in die Richtung reingehen will, bin ich halt theoretisch zumindest in der Nähe hier. Homie deckt sozusagen diesen Bereich ab und Simon deckt diesen Bereich ab. Das meine ich damit irgendwie. Und die Zufahrtswege, die großen Kanäle sind dann halt im Prinzip auch dann schon durch. Weißt du, was ich meine? Also lass mich auf die 127 gehen, nicht weil ich ihn da treffen will. Er könnte halt da sein, aber ich mache ihm sozusagen diesen Bereich dann von hier unten zu, weil hier unten kann ich über den Bus auch relativ schnell agieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also mache ich 127. Gut. Ja, Simone, was hat mir bei dir gesagt? Hm. Ja, ich überlege. An sich, mein erster Impuls ist, in die Richtung zu gehen und auch hier wieder die U-Bahn zuzumachen, für den Fall, dass du in zwei Zügen versuchst, hier hinzukommen. Also finde ich auch immer noch einen guten Impuls, weil ich gerade gesehen habe, ich komme ja von hier nicht mehr auf die 130. Das heißt, wenn sein Weg wäre, über den Park zu flüchten, müsste ich natürlich entweder hier oder Homie hier. Das macht es ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie habe das Gefühl, er ist hier, aber ich kriege ihn von hier nicht. Naja, aber wenn er über den Park geht, das Geile ist, ja, du kannst halt jetzt mit dem Bus nach da fahren und dann mit dem Bus nach da fahren. Genau, und dann ist wieder frei. Dann müsste er halt, wenn er über die 114 gegangen ist, 1-2, dann hat er nur noch einen Zug gleich und dann müsstest du dich... Ihr habt alle gemacht, sehe ich gerade, ne? Nein, ich bin noch. Ich fahre Bus hier zu 111. Wann musst du dich zeigen? In zwei Zügen. Ich fahre Bus zu 111. Und was ist denn mit Homie? Wollen wir Homie hier hinfüllen oder nicht? Das ist so ein bisschen die Frage. Hier ist eigentlich besser, ne? Ist ein bisschen Wenn er zentraler auf die 114 gegangen ist und dann 2 gegangen ist, kann er hier nicht sein. Ich will nur vermeiden, dass er hier durch ist und dann hier hochgeht. Ja, genau. Und er ist ja relativ schnell. Das sieht weit weg aus, aber dadurch, dass er U-Bahn fahren kann, würde ich auch sagen, er sollte bei den U-Bahn bleiben. Ich würde folgendes vorschlagen, auf die 139 zu gehen. Im nächsten Move ist er entweder bei der 153 oder wieder da zurück. Aber wir müssen ihn ja eh bewegen. Okay, das macht die 139 macht am meisten Sinn. Ja, wir können ihn aber nicht in zwei, entweder hier oder hier. 14, können wir ihn 153. Nee, wieso? Auf die 139 kann er Taxi fahren, klar. Er? Yeah, Homie. Ja, Homie. Ja, ich hab, irgendwie sehe ich die nicht, diese Linie. Ich würde die 139 nehmen. Wenn er durch den Park gegangen ist, bringt das mehr in die Bredouille. Er muss sich in zwei Zügen zeigen und im zweiten Zug sind wir entweder hier oder da und dann können wir frei entscheiden. Okay? Dann machen wir 139. Gut. Alles klar. So, jetzt haben wir uns echt wieder so... Die Atmung ist wieder nach außen gegangen. Die Schlinge hat sich wieder gelockert, ne? Das ist unangenehm. Ja, man hat ja auch... Das ist eigentlich schon ganz schön... Klar, später wird es schwieriger für ihn, aber es ist schon ganz schön knifflig. Er kann ja wirklich immer entkommen, also für solange uns, er Karten noch hat. Für uns wird es halt auch nicht einfacher, ne? Weil wir halt auch unsere Spezialkarten, wir müssen immer aufpassen, dass wir... Wer leer ist, ist leer halt. Exakt, also, da müssen wir aufpassen. Aber wir haben, glaube ich, noch einen relativ guten Fundus. Ich habe wenig Taxis, ich habe nur noch... Ja, du hast musst wenig. Mehr Bus fahren und ich muss mehr Taxi fahren. Er fährt mit dem Taxi. Taxi, Taxi. Ich bist du das Transportmittel. Nummer 1. Nummer 1. Hast du gemacht? Yes. Was war das Taxi, ja? Okay. Es... Schon mal nicht U-Bahn gefahren. Wir sollten mal gucken, was wir damit ausschließen können, ja? Also wenn er auf der... Er war ja da, zack, und dann ist er 2 gefahren, ne? So, nehmen wir an, fangen wir erstmal an mit, er ist auf die 114 gefahren. Das haben wir für das Wahrscheinlichste gehalten, oder? Weil 83 und 101 hatten wir ein bisschen ausgeschlossen. Deswegen hatten wir gesagt, er ist wahrscheinlich damit gefahren. Und er hat ein Doppelticket genommen. Also lass uns mal die Option durchspielen. Er könnte jetzt... Hier ist er nicht, konnte er nicht hin, weil wir da eben standen. Das heißt, da, zack, konnte er nicht sein. Er hätte hier lang fahren können. Zack, zack. Ja. Dann wäre er aber ja hier gewesen auf der 127. Dann hätte Buddy ihn ja gekriegt, ne? Zack. Er hätte hier fahren können und es könnte jetzt theoretisch hier sein. Oder er ist durch den Park gegangen. Er hatte ein Zweierticket. Dann kann er eigentlich nur entweder zurückgegangen sein oder, hier oder auf die 124. Ziel 77. Wobei, hier bringt er sich halt in die Bredouille, dass wir er wieder quasi... Liebe Regie, ich glaube, der Strom ist leer vom Laptop. Oh. Dass er auch wieder in einem Move gefangen werden kann. Was für Optionen haben wir noch? Also Zweierticket 100,
zurück oder halt hier lang. Es könnte auch sein, dass er auf der 114 war. Warst du auf der 100 eben? Ich war eben auf der 100. Ja, also die ich könnte mir eben auch vorstellen, dass er in Richtung Park ist, weil wir jetzt den Park gut zugezogen haben. Genau, hier war ja zu eigentlich. Hier ging, wäre noch die Option über die 114, wenn er so gemacht hat. Ich schreibe in Chat, wo ich bin, weil der Computer bootet gerade. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist leer ausgegangen. Okay. Das hat nichts mit dem Zuklappen zu tun. Ich hatte den ja die ganze Zeit so, der ist einfach leer gewesen. Oder das Stromkabel war nicht richtig drin für die ganzen Leute, die mich jetzt wieder haten. Er könnte hier sein, auf der 52, wenn er vorher auf der 86 war. Nee, stimmt gar nicht. Er hat ja ein Taxi benommen. Ja, Taxi, also er könnte auf 69 sein, er könnte auf der 104 sein. Wenn er wo gewesen ist, wenn er auf der 83 war? Wenn er auf der 83 war und sich hier durchgesnieselt hätte. Ich decke nur diese Seite ab, dann könnte er auf der 69 sein oder auf der 104. Ja. Es gibt eine Möglichkeit und das wäre ein fucking bold move, wenn er jetzt auf der 115 steht. Weil er muss sich im nächsten revealen. Und am besten wäre es natürlich, wenn er am weitesten wegkommt bei dem nächsten Move. Und das hat er, die einzige Möglichkeit, um am weitesten von uns wegzukommen, ist tatsächlich die 115 über den Hafen mit dem nächsten hierhin oder hierhin. Er hat noch zwei Black Tickets. Ein anderer Move wäre tatsächlich die 77 oder die 123, wobei die 77 gerade von Simon abgedeckt werden kann, von dir abgedeckt werden kann. Weißt du, was ich meine? Also hier ist man relativ schnell dran. Deswegen glaube ich, dass Eddie, ich denke wirklich laut, wenn er hier dann im nächsten Schritt, jetzt denke ich wieder voraus, aber ich will die Option setzen. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass er auf der 115 steht, jetzt gerade. Was ja dann sehr einfach und sehr gefährlich wäre. Also ja, deswegen sage ich Bold Move. Weil er muss ja damit rechnen, dass du den Hafen wieder dicht machst. Damit er nicht, also das, ja. Damit muss er ja rechnen, das wäre schon echt riskant. Aber es wäre auch, also, ja, ich finde, es wäre ein Versuch wert, mit ihm hier einen wieder zurück, um zu gucken, ob er vielleicht da ist. Danach entscheidet er sich wieder, aber ich weiß, was Nils meint. So. Aber alles ist gerade ein Bold Move, aber das wäre der boldigste davon. Hier geht es ja in eine ähnliche Richtung. Wenn er in diese Richtung gegangen ist, so 131 durch den Park zum Beispiel oder hier durch die 125, würde er auch zwischen uns beiden so durchschlüpfen. Ja. Aber er muss natürlich damit rechnen, dass wir auf die Idee auch kommen und ihn nerven. Ja. Egal, wo er durchschlüpft, hier, wir stehen nun mal überall. Ja, also das ist alles sehr, sehr eiermutig. Wenn er auf der 114 war, kann er, also hätte er zwei gemacht, eins, entweder da oder da stand zu, da ging nicht, also da. Und dann könnte er jetzt eigentlich nur da sein oder er ist wieder zurückgegangen. Irgendwas sagt mir, dass er hier in dem Bereich ist, Mann. Mhm. Ja, und, der kann halt Pac-Man mit uns spielen. Ja, und wenn er hier lang gegangen, ist, dann wäre er jetzt bei der 130. Dann müsste er bei der 130 sein. Dann lass uns gleich den Dummy hier mal auf die 130. Er muss sich im nächsten Zug ja auch revealen. Wir sollten echt nur aufpassen, dass er nicht weit wegkommt einfach. Das denke ich. Ey, das finde ich aber gut, weil der steht eigentlich hier relativ gut zentral, kann in drei Richtungen agieren. Das entgegen ist nicht schlecht. Der Strategie, wo ihr ihn weit wegkommen lasst. Hm? War schon gut. Ruhe. Das kommt auf die psychologische Kriegsführung, kommt auch noch dazu. Das stimmt. Also ich könnte. 3 gegen 1 die ganze Zeit, muss ich auch mal. Ja, das stimmt natürlich. Wenn er hier durchschlüpft. Zack, er war da. Wenn er danach da ist, 1, 2, könnte natürlich auch. Ja, kennst du viel Feind, viel Leer? Könnte natürlich auch sein. Das ist alles nicht so einfach. Wie viel Bus habe ich denn? Ich habe noch ein bisschen Bus. Ich könnte auf die 102 gehen, dass ich dann schnell in diese Richtung kommen könnte, wenn er irgendwie hier ist und sich da revealed. Könnte ich auf die 102 gehen. Aber dann müsste er ja auch, er hat nur noch 2 Black Tickets. Er ist bisher nur ein Taxi gefahren. Und zack, dann könnte er mit dem Bus, wenn er auf der 83 war, der erste Taxi und der zweite war schwarz, dann könnte er mit dem Bus halt auch da sein. Und dann ist er, könnte auch sein, dass er hier irgendwo ist und in diese Richtung abhaut, ist auch möglich. Könnte vielleicht mit dem Ziel hier zum Hafen zu kommen oder hier dahin zu kommen. Du könntest, wer ist rot? Ich. Nils. Du könntest hier hinfahren mit der U-Bahn und ich könnte mit der U-Bahn hier hinfahren. Das wahrscheinlich hat das noch 2 U-Bahn-Tickets, ne? Ja, ich habe auch nur noch 3. Also wenn er auf die 83 gegangen ist, ne, lass uns mal nachverfolgen. Wenn er auf die 83 gegangen ist, dann er hat danach, glaube ich, erst Taxi. Dann hat er einen Zweier genommen. Und dann hat er den ersten oder den zweiten Zweier verdeckt? Den zweiten, ne?
So, das heißt, zack. Der erste Move von der 8302 wäre Taxi. Dann hat er einen schwarzen genommen und dann kann es natürlich sein, dass er. Hier kann er ja, glaube ich, dann. Nee, nicht mehr der sein, hat danach oder? Noch ein Taxi genommen. Nee, stimmt nicht, mein Fehler, sorry. Oder, na gut, er hätte auch hier lang gehen können, du warst da. Er hätte dann auch hier mit dem Bus dahin fahren können und jetzt. Aber dann bist du da hingezogen, okay. Also geht's eigentlich nur, dass er. 83, zack, ein Taxi hier. Und dann hätte er mit dem zweiten Move. Er ist da hingefahren, erster Move Taxi, zweiter Move Bus, zack. Und jetzt ist er wieder Taxi gefahren. Und dann würde es da nicht gehen. Er könnte entweder hier sein oder auf der 69 sein. So. Das ist eine Möglichkeit, wenn er diese Richtung eingeschlagen hat. Das wäre natürlich schon sehr sinnvoll für ihn. Hier aus dem Bereich mal in den. Und da hat er dann, er würde auch auf jeden Fall da hinkommen zur 89 und hätte da die Option. Auf die 13, also die 13 oder auf den 108 mit Hafen, ja. Gut, es gibt viele Möglichkeiten. Lass uns mal, ja, lass mal machen. Und ja, okay. Können also, alle Möglichkeiten durchgehen. Da hast du völlig recht. Der muss sich ja irgendwie gleich zeigen. Ich würde vielleicht auf die 102 gehen, weil ich dann zumindest mit dem Bus in 3 Schritten da wäre. Oder nimmst die U-Bahn direkt, ne? Ich weiß, du hast nicht viele U-Bahn-Karten, aber wir haben ja nur noch halb so viel. Ja, und das Spiel. Dann da blockieren, meinst du? Ja, du wärst zumindest mehr in dem Bereich, könntest ein bisschen flexibel agieren. Ich kann, wie gesagt, gerne zum Beispiel mit ihm hier dann zu deiner Position und er würde vielleicht sich wirklich in die Mitte bewegen vom Park. Dann wäre er relativ fix an der U-Bahn, wäre aber auch fix in alle Richtungen aktiv, so. Würde ich eigentlich gerne machen, so. 69. Das ist schwierig. Schwierig. Er muss sich gleich revealen. Also, wir können ja auch ein bisschen gamblen. Also, wir können nicht alle Routen gleichzeitig abdecken, weil wenn ich ihn alleine verfolge, hat es auch keinen Sinn. So, das heißt, vielleicht müssen wir jetzt auch mal ein bisschen überlegen, was wäre das Wahrscheinlichste. Und da müssten wir eigentlich damit anfangen, wo ist er hingegangen? Ist er auf die 83 gegangen oder ist er auf die 114 gegangen? Ich glaube nicht, dass er gesehen hat, dass die 83 keine Taxistrecke hatte. Ich glaube, das hat er nochmal nachgeguckt. Das heißt, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass er auf der 114 war, für größer, als es auf der 83 war. Das kann natürlich sein, dass er auf 83 war. War ja auch die andere Erklärung von dir, dass er dachte, dass man hier nur einen Strich braucht, also ein Taxi braucht. Und deswegen geguckt genau, hat, aber das hätte weil er gemerkt hat, fuck, ich brauche andere Moves. Das hätte aber zur Folge gehabt, glaube ich, weil ich auf der 67 war, meine ich. Hätte, glaube ich, zur Folge gehabt, dass ich, dass er gedacht hätte, ich könnte ihn mit einem Move hier erreichen. Und dieser Wahrscheinlichkeit hätte er sich wahrscheinlich eher nicht ausgesetzt. So, also ja, lass uns doch vielleicht darauf konzentrieren, ey, das ist auch Gambling jetzt. Ey, wir haben einen. Wenn er sagt, er ist grundsätzlich vielleicht eher auf der 114 gewesen. So, und dann hat er halt das schwarze Ticket benutzt, was halt auch so ein bisschen nach Bus stinkt. Aber erst Taxi und dann schwarzes Ticket, oder nicht? Ja, genau, erst Taxi, also er könnte dann 114, hier war ja jemand, hier kann er nicht sein. Das gut, aber kann er eh nur, ich habe eine Frage. Ja. Er kann keinen Bus nehmen, er kann keine U-Bahn nehmen, er kann doch eh nur Taxi nehmen. Von hier aus. Ja, wenn er auf die 114 gegangen ist und das erste war. Dann hat er 2 benutzt im nächsten. Er war da und er hat 2 benutzt. Das heißt, 113 wäre möglich. Genau, aber hier geht ja nur Taxi. Also er könnte nur 113 sein, 131, 126. Wir sind zu weit zurückgegangen, wir verwirren uns jetzt gerade. Also würde ich jetzt wirklich sagen. Also in dieser Area. Hier könnte er sein, da konnte er nicht sein, die war zu. Stimmt, hier stand die war der zu. Officer. So, also pass auf, es kann sein, dass er hier ist, dann ist er der Schlinge entkommen. Dann das ist würde das so. Dafür sprechen, ups. Und ich würde es riskieren, weil wenn ich jetzt alleine hinfahre, ich habe nur noch dann ein U-Bahn-Ticket, dann ist er eh weg. Da kann ich ihn, dann haut er hier ab oder so, oder da kann ich ihn nicht kriegen. Also wenn er da ist, haben wir ein bisschen Pech gehabt. Dann ist das halt so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn kriegen, ist höher, wenn wir alle vier hier hingehen, weil da wäre ich eh alleine. Also gehst du jetzt auf die 102. Mach du mal deinen Move und dann... Genau, ich könnte mit dem Bus auf die 102 fahren. Übrigens debattierbar, ob das dann wirklich Pech wäre. So. Ja, okay, dann gehe ich auf die 102, wa? Also damit, ich könnte ihn jetzt auf der 115 könnte ich ihn kriegen, wenn er Super Bowl Move macht, ne? Ja, ich würde es riskieren, weil so oder so. Also na gut, dann zahlen wir ihn einfach eins. Also das wäre echt aus 2 Gründen. Zum einen, also dass du da hingehst, ist ja sowas von, liegt ja sowas von auf der Hand. Das wäre schon echt krass, wenn er so viel riskiert. Ja, ich gehe jetzt einfach zur 102. Wir haben jetzt so viel diskutiert, wir verlieren alles. Ja, eben auf jeden Fall. Dann gehe ich jetzt zur 102 und mal gucken, wir muss ich ja gleich zeigen. Okay, ich fahr Bus tatsächlich jetzt mal, weil ich ein Busticket mache. Ich richte mich gerade ein bisschen anders ein. Hier, Vorsicht hier, das liegt nah beieinander. Und ich gehe auf die 116. What? Ja, weil dann kann ich nach Norden und nach Osten weg. Und wenn er tatsächlich hier in die Richtung ist. Nee, wenn er auf der 115 ist, nimmt er jetzt ein schwarzes Ticket und ist über alle Berge.
Egal, mach was du. Ich will dich gar nicht beeinflussen. Mach mal, was du meinst. Vielleicht hast du ja auch. Recht. Ich war vorhin auch schon auch pro 115, weil ich mir irgendwie denke, so, das ist der Hafen. Aber also es ist ein sehr attraktiver Ort für jemanden, der abhauen will. Ich war kurz vorher, weil ich war bei 115. Er muss sich gleich revealen, dadurch, dass du auf die 102 gegangen bist, halte ich das jetzt für die schlauere Wahl. Okay. So einfach ist es. Okay. Also wenn du nicht runtergegangen wärst, wäre ich auf die 115 gegangen. Meiner Ansicht nach zwei mögliche Routen, die 130 für den Officer oder die 153. 153 selbsterklärend, wegen den ganzen Anbindungen. Ja. Da wird er aber nicht sein, aber man kommt schnell hin. Das meine ich. 130 finde ich reizvoll, weil es so zentral ist und man in alle Richtungen kann. Aber da könnte ja auch der Grüne hin, oder bist du schon gegangen? Das überlege ich gerade, was ich dann mit meinem mache, genau. Weil ich mit meinem dann Bus fahre, zum Beispiel hierhin oder hierhin. Ja, oder du könntest ja auch in diese Ecke gehen. Er war doch hier, oder? Klar, er könnte auch genau. Er könnte so und so. Weil er ist, hat, so er kann die U-Bahn, ich würde ihn auf der U-Bahn lassen. Ich kann aber weil hier. Weil er weit fahren kann damit. Ich kann mit ihm hier, aber nicht zu 130. Ach, das ist ja mein Problem mit dem. Mit dieser Position an sich. Das kann sein, ja. Wenn er hier ist, lasse ich ihn alleine. Ja. Wenn er hier ist, lasse ich ihn entkommen. Ich muss du hast recht. Machen. Er hat aber keinen Zweier mehr. Das bedeutet, ja. wenn dann wäre er hier. Das wäre schon dumm hier im nächsten Move, wenn er jetzt hier vor 130 steht. Kann nur ja, das dauert ich wirklich. Ich würde dahin gehen. Also, dann lass uns doch dahin gehen. Falls er so okay. Dann die Hälfte der Moves. Die Hälfte der Züge okay. noch. Ne? Okay, Officer geht in die Mitte. Ja. Er hier geht. Dann würde ich sagen, nicht hier hin. Dann muss ich eigentlich hier hin wieder. Oder ich fahre direkt zur U-Bahn, aber das ergibt auch keinen Sinn. Ja, kannst du auch mit dem Taxi. Nee, dann musst du auf die 102. Nein, ich kann mich gerade nicht so entscheiden, ob ich hin und her soll, aber hier wäre nicht schlecht. Hier kann ich in mehr Richtungen. Also nicht entkommen, aber verfolgen. Ja. Oder würde jetzt einer sagen, 124 ist sinnvoller? Nee, oder? Nee. Da kann er eigentlich nicht sein. Naja, man könnte von da ein bisschen besser weg. Ja, hier hoch und so, aber hier unten ist er. Okay, 100, it is. Bus. Ich muss langsam von was hast du mehr? Du kannst doch nicht mit dem Taxi fahren? Nee, du kannst. Nee, leider nicht. 112 müsstest du überspringen. Will ja. ich wo aber bist nicht. Du jetzt? Ich muss gleich, wo, ich bin der bei der 100. Aber von wo gekommen? Von der 111. Von der 111 nee, hier. 111. Bus geht. Bus. Ja. Ja, das Nachfragen deutet darauf hin, dass da ein Problem besteht mit seiner Wahl. Ja. Oh, krass. Ey, hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, also ich habe das Zeitgefühl und Raumgefühl tatsächlich verloren, was ein gutes Zeichen ist, aber eine Uhr? Nee. Ich habe vorhin noch gedacht, so, ja, das schaffen wir locker, jeder mal Mr. X zu sein. Mir war klar, dass wir eine Runde spielen. Ja, aber das habe ich auch, ehrlich gesagt, befürchtet. Ich nicht. So, wie ihr es gespielt habt, hat es noch nie jemand. Das ist der real shit, ey. Das ist ein Spiel für Kinder. Wenn die Kinder Mr. X sind, man glaubt, die gucken zu, wie Papa 45 Minuten lang alle Variablen ausrechnen. Wenn ich mit meinem Sohn das Spiel würde nicht ein einziges Mal mit Prozent werden oder immer dem immer. Ja. Man muss ein System programmieren, wo man das alles, alle Variablen einlegt. Es ist so krass, Alter. Es ist, aber, ja. Ey, wir müssen Speed Scotland Yard einführen. So, jetzt zeig, wo du bist. Oh, oh, oh! Nee, fake das nur. Es ist so spannend. Es ist so mega spannend. Die Area, wo ich dachte. Oh, doch nicht. Oh, Mann. Jetzt mach, Alter. Wir müssen das auskosten. Wie ja, das geht nicht von so RTL gelernt. Ja, das ist leider nicht. Bild und wir brauchen richtig spannende Musik. Wir und ich muss ein Werbung bisschen machen. Werbung. Wollen wir nicht vorher Werbung machen? Oh, das ist eine sehr gute Idee. Liebe Regie, sollen wir Werbung machen? Die wissen das doch, die Leute. Wir sind doch die Einzigen, die es nicht wissen. Ja, aber die wissen nicht, wie ihr reagiert. Aber dann können wir ja schon ein bisschen überlegen. Aber die anderen wissen wirklich nicht, wie wir reagieren. Wir machen ganz kurz Werbung. Dann wird das. Was ist das? Ich weiß, der Chat hasst uns jetzt. Und das ist gut so. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Almost Playly. Es ist schon 11 Uhr. Es wird sehr akribisch angegangen, diese Partie. Aber es ist spannend. Das ist, so muss man Scotland Yard spielen, dann wird es richtig spannend. Jetzt kommt der große Reveal. Und danach wird sich zeigen, ob das Spiel noch viel länger dauert oder vielleicht auch gleich Do it. Vorbei ist. Wir kennen nun deine Identität. Ich muss selber nochmal gucken. Habt ihr Gläser hier? Es ist auch jetzt 11, wir müssen feiern machen. Wir sehen uns morgen wieder, dann live. Jetzt aufpassen, jetzt. Dark Souls. Ich bin gespannt. Ja, ihr sollt ihn jetzt einfach hinstellen. Du hast doch gerade schon. eben gerade gesagt, dass wir uns jetzt nicht beeilen müssen. Do it. Ah, oh, nee. 89 it is. Das ist jetzt aber überraschend. Er hat keinen Doppel mehr.
Ich kann auf die 86 springen. Aber er ist hier durchgeschlüpft, ne? Ja, ist er, ist er. Ah, ja. Aber er ist nicht weit. Nicht so weit. Nee, also hier auf der Karte ist es 68, nicht 86. 89, 68. Ach, Entschuldigung, ja. Haha, lustig. Ich hab's auch hier falsch geschrieben. Hier ist auch direkt die 69. Aber es ist die 68, ne? Ja. Was ist die 68 oder die 89? Nein, 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 das ist die 68. Alles gut. 68. Die 68. Ja. Ich mach mal. Also auf der 86 kannst du auch sein, ne? Wollte ich nur sagen. Ist egal. Wo stand ich gerade eben? Alles gut. Ich war auf der 67, ne? Ja. Ich hätte ihn kriegen können. Nee. Ist er, wie denn? Ist er hier so dran vorbeigeschlichen vielleicht? Wieso war ich, nicht eben auf der 67? Ja, und wir hätten mich kriegen sollen? Ich bin ja jetzt auf der 68. Achso, wo kamst du her? Ja, genau. Ja, genau. Muss da kamst du her, oder was? Ja. Ja gut, ist ja egal. Ja, jetzt ja, komm, lass uns ein bisschen schnell. Ja, gut, okay. Nee, also, sind alle Gläser noch in der Nähe? Was wir definitiv machen müssen, ist den U-Bahn-Platz blockieren. Das müssen wir machen. Also wieder zurück für dich. Ich muss auf die 67 gehen. Also weil sonst. Mhm, damit es sei ich denn. Ja, ich muss ja so. Ich muss das ja machen. Musst du wirklich. Es sei denn, wir kriegen. Warte mal, Johnny ist da. Johnny könnte auf die 111. Also Johnny sollte auf jeden Fall auf die 111, dann ist er am schnellsten wieder bei der U-Bahn und kann dann mit einem Zug auf die 67. Dann so. Kann ich, gehe auf die 67, ist für mich? Yes. Achso, also ich habe ja auch noch ein Glas. Hast du noch geholt? Ja. Gerne. Danke. Oh, nochmal kurz zurück hier. Okay, also, genau. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich muss auf jeden Fall auf die 67, um das zu blockieren. Das ist ja logisch. Um zu verhindern, weil ich muss mich ja bewegen. Das heißt, er könnte theoretisch ja vielleicht auch sich auf die 51 gehen und dann mich überzirkeln. Er macht jetzt einen Move dahin, ich mache den Move dahin und im nächsten Move kann er dann dahin. Das heißt, das ist für die nächsten zwei Züge auf jeden Fall blockiert, wenn wir das so machen. Und also ich mach's einfach mal, ne? Wir sind uns einig, ja, ich muss es machen. Ist eh, ja? Du hast ja gar keine andere Wahl. Also ich habe auch keine andere Wahl. Das war der beste Move. Oder? Das war der beste Move. Zu 102. Aber natürlich war ich auf der 83 und natürlich habe ich gesehen, dass du mich da nicht kriegst und natürlich war das nur gespielt. Fuck. Gut zu wissen. Ihr kleinen Pipi-Meister. Ich gehe auf der 86. Aber das war ein entscheidender Move, dass du jetzt hier zugemacht hast. Wenn du jetzt mit dem zum Beispiel abgedüst wärst oder so, wäre die Lücke riesengroß gewesen. Ja. Wir haben ja, jetzt wie du gesehen hast, deduktiv alles. Ich hab's durchballt. Aber es gab ja verschiedene Optionen. Man muss sich ja dann für irgendwas entscheiden. Und Flakon! Okay, Simon Kretschmer, du... Nils, du bist doch bei dir gerade. Mach doch mal schnell... Ah nee, du hast deinen Move doch schon gemacht. Ich hab meinen Move auch gemacht. Der Johnny... Oh, Entschuldigung, es geht um mich. Das wusste ich nicht. Johnny geht auf die Unterhälter. Warte, lass dich mal erstmal da stehen. Ich will was erstmal ganz... Entschuldigung, ich will mal was gucken. Weil... Bevor wir das jetzt machen, dann sagt er, es liegt schon oder so. Ich will einmal kurz gucken, wie schnell du irgendwo hinkommst. Ja, weil theoretisch könntest du ja auch auf die 111 gehen und er geht diesen Weg. Ja, aber das mache ich von der 111. Ich könnte auch mit zwei Zügen hier hinkommen. Also das nimmt sich nichts. 111 und U-Bahn oder zwei Busse. Genau, das meine ich, weil du kannst ja nicht auf demselben Feld stehen wie er. 1, 2, 3, von hier könnte ich weiter. Wann musst du wieder revealen in 5 Zügen? Oh, das wird jetzt natürlich schwer. Das wird jetzt natürlich alles nicht so. Naja, für ihn ist, glaube ich, also wir müssen uns überlegen, was will Ede? Will er in die Richtung wieder abhauen, zurück? Oder will er vielleicht hier zum Hafen? Vielleicht ist das sein Endgame? Er hat nur Norden und das Gute ist, er hat im Moment nur Taximöglichkeiten. Das ist super gut für uns. Okay, aber sollte ich. Ja. Also, ne, das heißt, das müssen wir mit unserer Kalkulation mit einberechnen. Er kann aktuell im nächsten Move kann er nur auf die 85, auf die 69 oder auf die 51. Hier ist auch nur super. Taxigebiet. Das sind immer 2, 3 Moves. Also, er kommt mit 2, 3 Moves vielleicht hier zu diesen Ecken, ja. Oder eben hier hin. Aber im nächsten Schritt, und darum geht es ja jetzt auf jeden Fall, Also ich auf jeden Fall, Moment, was ist denn jetzt, du wolltest hier noch irgendwas checken, Nils? Ja, ich wollte nur sehen, ob das irgendwie Sinn macht, dass, weil du auch, wenn du jetzt hier hingehen würdest, könntest du auch im nächsten Move auf die S-Bahn-Station, sodass die gesaved ist. Genau, ich muss mich ja bewegen. Weg. Du musst ja weg. Das meine ich. Und dann kann er nicht drauf spekulieren, dass die irgendwie frei wird oder so. Okay. Auf der anderen Seite hat er halt die, unendliche U-Bahn-Karte und das ist halt fett, das müssen wir nutzen. Er muss eigentlich jetzt ab jetzt so auf U-Bahn-Station bleiben, deswegen... Also beide müssen aber vor allen Dingen in diese Richtung, also gehen wir doch mit dem hier, wie geplant, in diese Richtung zur U-Bahn-Station, weil aus den Gründen, die du gerade genannt hast, mit ihm hier, ja, viel mehr als hierhin. Ja, kann ich jetzt, ich könnte jetzt hierhin... Jungs, darf ich noch mal ganz kurz? Ja, kann man auch mal, ich sehe nicht ganz den... Naja, dann könntest du hier zumachen. Weil er, guck mal, wenn er folgt... Naja, aber ich brauche zwei Züge hierhin, ich habe dich schon verstanden, Nils, aber ich brauche zwei Züge hierhin. Ich brauche zwei Züge hierhin.
Genau, aber was ich meine, darf ich ganz kurz... Aber du bist doch hier, du gehst doch dann eh in die Richtung. Nee, eben nicht. Ich würde dann hier zumachen, ich würde oben zumachen. Und ich die 69, weil er kann dann nur auf die 85. Und wenn du hier stehst, kannst du auch die 84 absichern, von der Richtung kommen. Und er hätte nur noch 102 oder 103. Die kann ich aber nicht absichern, wenn ich hier stehe. Dann kann ich die halt nicht absichern. Nee, aber also Homie kommt halt... Homie kommt eher von unten und du kommst auf die 67, darum geht's. Also das heißt, wir ziehen von hier oben, von Norden ziehen ihn zu, weil wir zwingen ihn dann in diese Route zu gehen. Und das, ne, also das ist halt, das ist das... Das, er hat kein Black Ticket mehr, oder doch? Doch, zwei. Er hat noch. Ach, zwei. Scheiße. Also, bist du schon gegangen, Buddy? Ganz kurz. Ich bin schon gegangen, ja. Er ist gegangen, es geht nur noch um meinen. Und wo stand der Moment? Wo stand gerade meiner? Also, da kann er nicht hin und da kann er nicht hin. Kann mir gerade mal einer sagen, wo ich stand? Ich stand kann nur 100? Noch unten. Nee. Du standst auf 100 und Homie stand auf 130. So. Die 100, ja. Genau. Okay. Darf ich das mal ganz kurz durchspielen? Wir wollten gerade, meinten wir, dass wir ein bisschen schneller machen. Ja, lass mich das einmal ganz kurz sagen, damit wir alle auf derselben Fährte sind. So, er kann nicht nach oben, weil wenn ich im nächsten Zug auf die 51. Er hat keine zwei Tickets mehr. Er kann nur einer Schritte machen. Wenn er auf die 51 geht, gehe ich auf die 51, ist er weg. Das heißt, hier oben kommt er nicht hin. Er kann auf die 69 nicht, weil Buddy dazu macht. Das heißt, er hat gleich nur eine Option. Und das ist die 85, weil Homie kommt auf die 67, der ist zu. Ich gehe auf die 51, der ist zu. Buddy geht auf die 69, der ist zu. Er kann nur auf die 85 gehen. Weshalb dann die Falle hier oben zuschnappen könnte, wenn wir uns hier hin. Genau, und deswegen würde ich sagen, du gehst diesen Weg Richtung 83 und Homie nimmt die Bahn und macht auf die 67 zu. Und du gehst hier nach unten diesen Weg. Oder? Aber jetzt bin ich ja erstmal dran. Du hast ja schon. Ich ziehe erstmal. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Jetzt schon alle anderen haben gezogen. So. Preise nicht vergessen. Jetzt 89 ist der. Er war 68. Nee, 68 war. Ach, Entschuldigung, ich habe hier mehr. Von meiner Seite aus 68. Ja. Jetzt habe ich auch 89 aufgeschrieben. 68. So, ich werde als nächstes mit dem Taxi fahren, so viel kann ich schon mal sagen. Es gehen nur 4 Taxistränge davon ab. Von der 68, Simon. Ja, ja. Ja, gut. Frage ist nur. Also, kannst ja nicht zu so vielen. Nur 3. Ist das so, ja? Und davon machen dich 2 schon mal sehr angreifbar. Nee, er kann da ja nicht hin. Also wie gesagt, also da haben wir ihn. Er kam da hin, aber wir zwingen ihn dann auch. Wir zwingen ihn auf eine Route. Genau, wir zwingen ihn jetzt auf diese Route. Ich verstehe euch, nur er kann natürlich hier hin. Wir wissen ja nicht. Nee, aber nur wenn wir halt dann auch dahin ziehen. Ja. Wenn du jetzt mit dem da ziehst, kriegst du ihn hier ja nicht. Er kann ein Risiko auf jeden Fall eingehen. Gerade weil er davon ausgeht, dass wir jetzt davon ausgehen, dass er die 85 nimmt. Das ist gut. Also kann ich nicht drüber reden gerade. Okay. Nee, bitte nicht drüber reden. Nee. Bitte reden Sie nicht. Wie viel, zeig mal eure Tickets gerade? Wie viel? Okay. Von allem noch genug. Offensichtlich. Es reicht noch, ja. Dann? Okay. Ich würde das jetzt einfach rigoros runterspielen, weil es wird kleiner. So. Die Route ist, er hat jetzt gesetzt, das heißt, jetzt können wir wieder auf den Weg. Korrekt. Warte noch kurz, ja. Ich mach das noch hier für die People. Ja, stimmt, die wollen wahrscheinlich auch sehen, wo es hingeht. Ja, bitte, fang an. Okay, also. Er muss auf die 85 gehen, weil wir jetzt zuziehen. Das heißt, im nächsten Move kann er ebenfalls zum Taxi fahren und zwar nur 2 Richtungen, 84 und 103. Ja. Wenn ich mich auf die 69 bewegt habe, Nils sich auf die 51, Homie auf die 67 und Simon über die 83 kommt, dann wird im nächsten Move das hier zugemacht. Also er muss von hier auch Taxi fahren. Es geht nicht anders. Auf die 86, auf die 102. Du bist aber hier, das heißt, du bist sehr nah an diesem Weg dran. Er könnte maximal hier noch durchziehen oder auf die 127 kommen in dem letzten Move. Ja? Oder aber, wenn er nach rechts geht, über die 86 versuchen zu verschwinden. Aber das ist halt, ich bin immer nah dran. Versteht, was ich meine? Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, wir sind natürlich nah dran, aber jetzt ist die Möglichkeit für ihn zu entkommen.
Ich möchte noch auf eines hinweisen, wenn wir jetzt beide zum Beispiel hier runterziehen, so wie du gerade meintest, um ihn so einzukesseln, dann kann er natürlich auch einfach wieder einen Schritt zurück machen. Wir machen dann wieder auf und dann entflutscht er. Also egal, wie wir es drehen und wenden, er kann eigentlich vor und zurück springen, bis sich eine Lücke in unserem Netz auftut. Trotzdem können wir jetzt im nächsten Schritt schon mal kontrollieren, dass er auf der 85 landet. Das ist das Ding. Wir können es ausschließen. Ja, können wir. Weil Nils geht auf die 51, ich gebe auf die 69. Also wir nehmen die beiden, Omi geht auf die 67. Er muss auf die 85. Wenn wir ihn dann nicht treffen, ist er auf der 85. Und somit. Okay, ja. Was wir auch machen können. Danach kann er natürlich. Darf ich mal noch einen Gegenvorschlag machen? 84 hier hin? Wir können auch bold sein. Lass uns mal Folgendes überlegen. Wenn er nicht auf die 51 gegangen ist, weil das ja offensichtlich ist, dass wir das machen. Ja. Dann könnte ich auch direkt auf die 68 gehen. Du? So. Und dann wärst du mal einen Schritt vor. Ja. So, nehmen wir an, ich gehe auf die 68, dann und ist er hier zu. Und Homie geht auf die 67. Dann hat er, wenn du auf die 103 gehst, also nehmen wir mal an, ich spiele das mal durch. Ja, 83 und dann haben wir ihn so, nicht. Also wenn, das ist jetzt riskant. Das ist riskant. Wenn er da gegangen ist, dann hat er uns alle genarrt und dann hat er einen Bold Move gemacht und dann wird er auch gewinnen, wahrscheinlich. Wenn er es nicht gemacht hat, dann könnte ich auf die 68 gehen. Das heißt, hier nach oben ist für ihn blockiert. Er kann nicht nach oben. Budi. Anstatt auf die 69, geht auf die 103 und wir haben ihn dann eingekesselt. Er könnte maximal. Und Homie geht auf die 67. Und Homie ist auf die 67. Ja. Das heißt, er das kann. Das wäre geil. Dann könnte er nur noch hin und her. Dann könnte er. Nee, er könnte eigentlich gar nicht mehr hin. Er hätte verloren. Ja, er könnte theoretisch hin und her springen. Bis wir ihn, erwischen. Und dann hat er halt verloren, ja. Also, genau. Also, ja, es ist Bold Move gegen Bold Move. Ist Bold Move gegen Bold Move. Wenn wir es riskieren, dass er da nicht hin ist und da nicht hin ist, weil er davon ausgeht, dass wir das zumachen. Was ja eigentlich auch so logischerweise normalerweise ist. Ja. So, wenn er es gemacht hat, Hut ab, guter Move. Wenn nicht, wäre ich auf der 68, Budi auf der 103. Er müsste auf der 85 sein. Aber glaubt ihr nicht auch, dass das. Ich glaube, ich unterstütze den. Machen. Ich Budi unterstütze dahin? Die 85 als, 103. als Ziel. Aber ich würde gerne was sagen. Das Netz zieht sich zu. Nils, Ede weiß auch, jetzt zählt es, dass jeder Move richtig ist. Jetzt wäre der richtige Moment für so einen Eier-Move. Du musst auch Moin machen. Übrigens. Ja, für einen Move, genau. Für einen Move zu sagen, entweder ich mache jetzt einen Fehler und bringe mich in die Bredouille, oder damit ich morgen Moin Moin fit bin. Ja. Oder jetzt probiere ich. Diesmal probiere ich irgendwie an den Leuten vorbeizukommen. Weil er es vorher bisher vielleicht nicht probiert hat oder nur halb. Ich sag nur, wenn ein Bold-Move, dann jetzt von Ede. Ja, aber das stimmt. Das ist, da hast du aber ich finde auch, ich finde unsere Taktik eigentlich auch geil. 85. Wir sind ja auch nicht ganz weit von ihm weg. Nee, eben deswegen. Ja, let's go. Lass uns. Nils geht auf die 68, ich auf die 103. Simon geht auf die 83 und Homie geht auf die 67. Zack, zack, zack und der Homie hier zur. Alle bezahlen. Warte mal. Er war ja auf der 68. Ja. Das heißt. Ach so, das ist jetzt unser Bolt-Move. Okay, ich war kurz verwirrt. Ja, okay. Er hat vier Möglichkeiten, wo er hin kann. Nee. Aber wir haben es ja gerade schon durch. Naja, das Spiel ist, wenn er nicht da oder da ist, ist das Spiel vorbei. Dann ist es ja eigentlich jetzt vorbei. Ja, okay. Dann könnt ihr jetzt abschalten. Ja. Tut's aber bitte nicht. Okay. Okay, ist es nicht vorbei, dann hat er es gemacht. Ah. Aber auch das wissen wir dann wenigstens. Also es ist mathematisch, wenn er auf die 85 gegangen ist, ist das Spiel jetzt mathematisch vorbei. Weil er kann dann nur auf die 84 gehen und es, dann haben wir ihn eingekesselt. Also entweder das Spiel ist in der nächsten Runde vorbei oder er ist nach oben raus und dann hat er gewonnen, weil dann kriegen wir ihn nicht mehr. Ja, er muss noch ein Taxi nehmen und unterschätzt auch nicht, dass ich hier schnell am Bus bin. Guck mal, wo wir sind. Die Bluthunde sind um seine Beine herum. Sollten wir noch mal eine Witterung aufnehmen in vier Moves? Und Homie kann auch auf die 52 mit dem Bus, ne? Auch nicht vergessen. Also das ist Homie kann auf die 52, wenn er nach Norden abgehauen ist. Und er kann von der 51, also von der 69, auch nur Taxi fahren. Von hier. Das ist hier. Vorteilhaft für uns. Wir können ja, hier, aber es ist schon. Das ist unsere Area, da kommen wir schon rum. Es ist schon. Wenn er da ja oben jetzt weg ist, dann haben wir schon. Aber, okay, nur Homie. Ne? Homie kann schon gut. Ja, aber es ist schon. Diese Ecke. Der dumme Eddie, ey, der hat es echt durchgezogen. Das ist wahrscheinlich die Ecke, in die er gehen wollen würde.
Oder aber er hofft jetzt, er ist auf 85 und ist auf die 84. Wir machen den Move jetzt zu Ende. Müssen wir. Wir machen den Move zu Ende, den einen geben wir noch und wenn er nach oben weg ist, dann. Er kann ja nur. Aber reicht es ja nicht, wenn nur einer hier hingeht? Ja, Homie muss es machen sozusagen, aber damit nehmen wir Homie auch die Chance, direkt auf die 52 zu springen. Das meine ich damit. Ja. Weil er könnte jetzt halt auch schon auf der 52 sein. Das meine ich damit. Wenn er hierhin nee, oder hier gegangen wäre, könnte er auf die 53, auf die 52 oder auf die 86, da könnte ich wieder hin. Nur wer auch immer von euch hier einzeln läuft, der braucht zwei Moves, um hier zum Beispiel zu checken. Nein, aber das ist ja, guck mal, das ist ja eigentlich, ist das ja egal. Also guck mal, wenn Homie, also wenn, hier ist jetzt, Entschuldigung, Budi hat ja hier zugemacht, hier ist zu. Wenn Homie auf die Busroute fährt, auf die 52, wie ist er denn gefahren? Ist er Taxi gefahren? Ja, yep. Er das kann heißt, nur Taxi fahren. Ja, wenn er auf der, ja, okay, wenn er einmal auf der 51 war, dann ist er entweder auf die 52 gefahren 39, oder 38, 39. Wenn er, folgendes, wenn er durchgeschlüpft ist, ja, nehmen wir an, er ist durchgeschlüpft, dann wäre es ja von ihm auch echt Quatsch, wenn er sich da jetzt in Lebensgefahr bringt. Naja, aber wir, Homie ist auf 84. Ich mach doch zwei Bold Moves hintereinander. Nee, ich meine nur, wenn er, also pass auf, wenn du hast ja hier unten zugemacht, ja? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt in die 85 gehst, er kann ja eigentlich dann nur da sein. Da oder so, weißt du, wenn. Er kann du nur jetzt, auf 84 sein. Genau, ja. Wenn du da hingehst und Homie geht dahin, ja. Dann gehst du dahin, wo Homie ist. Und dann kann er immer noch nicht abhauen. Nee, und exakt. Es sei denn, er ist aber auf die 69 gegangen und nicht auf die 51 und er ist jetzt auf der 86. Und das müssen wir bitte mit einkalkulieren. Also wo ist auch er? Das, er ist nicht auf die 51 gegangen, sondern er ist auf die 69 gegangen. Und er ist mit dem letzten Taxi-Move ist er entweder in Richtung 86 gegangen oder 53. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja, er kann. Warte mal, genau. Wenn er auf 69 gegangen wäre, jetzt könnte er auf der 52 sein oder er könnte auf der 86 sein oder auf der 53. Also tendenziell kann natürlich sein, dass er jetzt denkt, okay, Budi geht auf jeden Fall auf die 85 und deswegen geht er hier an dir vorbei und schlüpft hier durch die Brücke. Das kann auch sein. Schlüpft durch die Brücke und auf und davon. Das kann halt auch sein. Und er hat noch ein, das ist eine gute Idee, ja. Er hat noch ein schwarzes Ticket, glaube ich. Also wenn er zum Beispiel jetzt hier hinkommt. Zwei sogar noch. Oh Mann, ey. Fünf hat man. Mhm. Boah. Also dann kann er halt auch echt weg. Also das war ein 50-50-Move. Ich würde auf jeden Fall jetzt das noch einmal zu. Gewonnen, ja. Ich würde es noch einmal zumachen hier. Und das ausschließen, dass er jetzt doch da ist. Und das heißt, Homie könnte auf die 52 gehen. Du gehst dahin, Simon geht auf Homies Position, Homies geht auf die 52 und ich kann auf die 69 gehen. Sollen wir das so machen? Gut. Zack, zack und zack. So, und entweder wir haben es gewonnen oder hat den anderen Weg genommen. Wir kommen immer noch gut rum. Danke, das hat mich auch voll gestört. Ein Taxi. Ein Taxi. Okay, also er war nicht auf der. Er ist auf keinen Fall hier, sonst wäre das Spiel jetzt vorbei. Sie waren mit was der dafür Pärchen, spricht, dass er ich hier bin noch einmal entkommen. Scheiße. Wo war, war der? War diesmal auf meiner Seite. War ich auf der 52? Warte mal, nee, das ist der 52 der war Homie. Ja. Ich brauche da dringend was. Wir gehen davon aus, er ist in diese Richtung. Er hat ein Taxi genommen, ne? Taxi. Also, er wo könnte er mit 51, also könnte hier sein und ein Taxi genommen haben, ja? Oder Moment. Ja, also wenn er 51. Dann konnte er von da 52, 38, 39. 1, 2. Kommt, kann auch hier. Glaubst du, das ist sein Ziel? Wäre natürlich sinnvoll zu überlegen, wo will er hin? Und dann. Exakt, genau. Also, wenn er zur U-Bahn will, dann. Fahre ich jetzt hier einfach hin. Könntest du da einfach. Zack, bumm, ey. Warte. Also, zack, zack, zack. Klar, das kann sein, aber da bringt er sich. Zack, bumm ist heute nichts. Natürlich auch in Gefahr. Wenn er auf die 69 gegangen ist, er ist ja nur Taxi gefahren, ne? Er war auf der 68. 69 und dann könnte er 86 und von dort weiter 3, die 104. 2,
1, 2, 3. 104, also, ja. Könnte auf der 104 oder sein. Oder 103, aber unwahrscheinlich. Oder 1, 2, 3 könnte auch hier sein, dann ist er auch 1 vor der 89. Also. Ich würde vorschlagen, dass wir uns wieder ein bisschen das Netz ein bisschen weiten, damit wir dann, wenn er sich zeigt, wieder zuschlagen können. Mhm. Weil wir sind schon wieder an dem Punkt, dass so viele Variablen da sind. Ja, das ist ein bisschen... Nils. Hm? Aber vorbereitet sein für den Moment... Haben wir was übersehen? Ja. Was denn? Was haben wir übersehen? Zu spät, ne? Nee, ist nicht zu spät. Also Uhrzeit. Ich hab vergessen. Nee, das habe ich nicht. Nee, das ist mir egal. Aber das, mein Problem ist... Ich reib mir immer Haut an dem Tisch ab. Was denn? Hast du gerade einen Arzttermin? Oder? Sag, was du sagen wolltest. Was denn nun? Ich habe mir hier so ein Spiel genommen. Hä? Wieso? Was hast du? Keine Warum? Karten mehr, oder was? Richtig. Wie, du hast keine Karten? Ich wollte auf die 86 und ich hab das vergessen laut zu sagen, als du mit deiner Theorie ankamst, dass ich das machen muss. Das ist kein Taxi. Weil ich nicht mehr... ein Taxi leihen? Kann original nur auf da die 103 gehen. Da ist eine gelbe oder, ich, aber da ist noch eine gelbe, Buddy. Ja, eine. Guck ja, mal, wo ich bin. Welche Farbe bist du? Oh. Gelb? Und ich hab noch dran gedacht, aber ich hab's nicht mehr gesagt. Shit, das Buddy. Weil ich dumm bin. Buddy hat's echt verkackt. Wie? Ich hab's verkackt, ja. Es gibt aber noch so eine Regel, die sagt Fußweg. Das dauert halt sehr lange von Punkt zu Punkt. Kann man da viel diskutieren dabei? Das ist echt groß. Hä? Kann man da viel diskutieren dabei? Ja, kann man. Schön. Nehme ich. Okay, Oh, ärgerlich. Aber keine Frage. Was heißt das? Du bist jetzt raus oder was? Wo die kann sich nur noch ein Feld bewegen und dann nicht mehr. Und dann bist du für immer weg. Ja, okay, das ist ja mega dumm. Ja, ach nee! Da haben wir ja jetzt gar keine Chance mehr. Ja, doch. Jetzt, Officer Bobby, alles hängt. Vielleicht einfach jetzt schnelle Entscheidungen treffen. Vielleicht ist das. Okay, dann lass uns das ein bisschen beschleunigen. Dann lass uns jetzt auf eine Route irgendwie festlegen. Glaubt ihr, dass er eher auf 51 nach da oben ist oder glaubt ihr eher, dass er hier runter ist? Na, warte, da müssen wir nochmal ausrechnen. Ich glaube, er hat. Also, jede Idee ist so gut wie die andere. Aber ich meine, er kann versuchen, hier zur U-Bahn zu kommen oder hier wieder auf die 115 oder hier die 13. Ja. Ich denke, das sind seine Ziele. Er kann die natürlich jetzt auch noch ändern. Er hat zwei Moves. Ich sag, er ist zu 89 gegangen, weil er immer noch die Black Tickets theoretisch hat für die Boote. Also sag ich jetzt einfach mal. Das heißt, will zu 108 das heißt, ich vielleicht würde Bobby würde ich auf die 41 ziehen, ich würde Simon auf die 89 ziehen, Nils würde die 53 gehen und ich gehe auf die 103, weil die mega geil ist. Würde ich jetzt sagen. Wir machen es. Übrigens, ich weiß nicht, sehr gut. Was inwiefern macht es hilfreich ist, dass ich immer eure Gedanken kenne. Also euch hilft es, aber mir halt auch. Ja, das denke ich mir auch schon die ganze Zeit. Also, weiß ich nicht. Was habe ich denn? Ich habe jetzt extra. Achtung, ich ziehe den. Wo hast du mich hingesetzt? Im Taxi oder was? Ja. Du bist zur. Nee, du kannst doch woanders hin. Nee, Buddy hat das 41. jetzt gemacht. Lass das beschleunigen. Ich glaube, dass er uns jetzt. Also mit Buddys. Also ich gehe noch hier hin, damit der Bobby zugreifen kann. Aber das ist, glaube ich, jetzt vorbei. Schauen wir mal. Warte mal, ging das? Hä? Ja, ja. Das war ja gegen den Bus. Ja, ja. Bus. Ich wollte es nur wissen. Jetzt weißt du es. Ja. Zug beendet. Wo kommt der denn jetzt her, wenn ich mal fragen darf? Von da. Von da. Ja. Okay. Gefällt ihm nicht. Gefällt ihm nicht. Nee, ich will es nur nachvollziehen können. Weil es ihm nicht gefällt. Wir ist dumm, ne? Ja, wir haben alles riskiert, dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Aber, Ich hatte den Gedanken, ich muss auf die 86 gehen, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich wollte es aber nicht laut sagen. Und dann hast du deine Theorie durchgesetzt. Die auch sinnvoll war, auch Bold Move. Und dann hab ich vergessen. Einfach weg, puff. Puff. Ja, also Nils ist schuld, dass du deine Karte und ich habe nichts mit all dem zu tun. Richtig. Aber gleichzeitig sage ich, ich bin doch selber schuld dran. Das unterschreibe ich. Weil ich gedacht habe, sowas möchte ich nicht laut sagen. Und dann habe ich trotzdem laut gesagt, aber auch nur, weil... Das kann ja mal passieren. Ja. So. Aha, guck mal hier, jetzt kommt ein schwarzes Ticket. Er will nicht, dass wir sehen, was er macht. Er ist auf 116 und will dann auf die 108 und dann weggeben. Was? Er ist auf der 116 und will jetzt auf die 108? Ja. Wo ist sie denn eigentlich? Da oder was? Nein, ist egal. Ist egal, ich bin ja eher aus dem Spiel, also. Er hat jetzt ein schwarzes Ticket genommen. Ey, jetzt ist eh gleich, er muss sich gleich zeigen. Genau, wir können es eh nicht. Wir können es nicht. Sie wir werden ihn gleich sehen. Entlassen. Sie können nicht Taxi fahren. Dann werden wir schauen. Okay, also er ist eh schon irgendwo am Arsch der Heide. Er kann auf jeden Fall nicht mit der U-Bahn gefahren sein, weil die beiden U-Bahn-Stationen an diesem Dings besetzt sind, es sei denn, er war da. Und wenn er da war, dann ist er jetzt eh weg. Wenn er da war, ist er jetzt konnte eh. Konnte er ja nicht, weil da war Bobby.
Stimmt, Bobby war da. Das heißt, er kann nicht U-Bahn gefahren sein. So viel wissen wir schon mal. Das heißt, er kann nur Taxi oder Bus oder Fähre gefahren sein. Hätte er es schaffen können, auf 108 zu kommen in der Zwischenzeit? Nee, 116 kann er sein. Er kann hier sein. Okay, das heißt, er ist definitiv nicht Fähre gefahren, ja? Nee, konnte er nicht. So, das heißt, er ist Bus oder Taxi gefahren. Und dadurch, dass er das verschleiert hat... Hier konnte er nicht hin, da konnte er nicht hin. Also, wenn er auf der 86 war, gab wohl, warte mal, hier... Kann er auf die 116 hätte er auch jetzt quasi mit dem Bus fahren können, oder? Ja, also es ist so oder so. Ja, also... Er kann auch hier irgendwo sein. Letztendlich, ey. Ich glaube, es ist eh vorbei. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Wenn du aus dem Spiel bist, Bulli, zu dritt, glaube ich nicht, dass das noch möglich ist. Er zeigt sich noch einmal und dann nur noch am Ende. Also ich glaube, das Spiel ist vorbei. Aber wir, dann lass uns das ein bisschen beschleunigen vielleicht. Du kannst jetzt ja nachdenken. Das ist eine sehr gute Idee, Nils. Wie wäre es, wenn du das einfach auch mal machen würdest, statt es immer nur zu sagen? Du kannst doch einfach setzen. Setz du doch einfach. Ich hab, es geht schon so lange, der Monolog, dass ich vergessen habe, wer ich überhaupt bin. Du bist Mr. X, Simon. Zeig uns. Ich habe hier einen hingeschoben und hier. Hä? Eben schon, oder? Nein, ist das noch der alte Move? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, nee. Jetzt fängt der neue Zyklus an. Der neue Zyklus an. Okay. Lass erstmal den Vollidioten hier fliegen, fahren. Er könnte natürlich hier, aber da ist ja einer. Und der nein, da kann er nicht sein. U-Bahn-Linie. Nein, ich sag nur, ich rede doch gar nicht darüber, wo Ede ist. Das hast du ja gerade ausführlich schon erklärt. Wo er warum bin ich hier eigentlich angefeindet? Ich kann auch einfach irgendwas machen. Nein, aber niemand feindet dich an. Im Gegenteil. Wir sind nur noch zu zweit. Jetzt müssen wir erst recht zusammenhalten. Exakt. Ja. Also ich feinde dich öffentlich. Ey, Buddy kann auch einfach den Bobby spielen und alles ist cool. Okay. Voll in Ordnung für mich. Voll, aber du behältst den Kinderring hier. Du blockierst halt nicht mal eine Busstation oder so, weißt du? Egal. Er kann auch einfach easy an dir vorbei hier. Er könnte auch einfach hier vorbei und er weiß, du kannst nichts mehr machen. Er kann da stehen und du kannst nichts machen. Jetzt können wir gerade nur eine Sache machen. Und zwar, wir können uns so aufstellen, dass wir gleich eine bessere Chance haben, so wie die letzten Male auch, ihn zu erwischen. Wir waren ja jedes Mal nah dran. Du stehst schon mal perfekt, weil ich dich dahingestellt habe. Hier. Ja. Das ist meiner, ne? Der steht eigentlich auch gut, aber... Geht ja nicht. Ja, also wo könnte ich ihn, Nils, du hast doch am ehesten Plan davon. Wo könnte jetzt ihn am fragst du mich oder was? Alter, wie ihr nicht in der Lage seid, schnell, ihr sagt zum 10. Mal, ihr seid immer noch am gleichen Ziel. Ihr schafft's, das ist unfassbar. Wenn ich diese eine Frage formulieren könnte und eine Antwort darauf kommen würde, wären wir schon längst weiter. Aber wenn die Frage würde, was ist der klügste Move, dann ist es halt einfach auch eine Frage, die nur sehr allgemein ist. Frage war, soll ich jetzt mit ihm hier, denn ich will nur einen Move machen, lieber hier auf die 88, um ein bisschen flexibel zu sein in diese Richtung? Oder soll ich mich an den Verkehrsmitteln orientieren und lieber sagen, ja, dann gehe ich ein hier, weil der hat eine Busstation, da komme ich ein bisschen weiter? Das würde ich machen. Weil er hier jetzt ein bisschen, aber gut. Na gut. Also ich würde an der Busstation bleiben, glaube ich. Okay. Weil hier kommst du halt mit einem Move zu Bus und zu U-Bahn und hier rüber, falls er hier ist. Aber das kommen wir hier auch von der 105. Okay, dann geht er zu 105. Gelb bleibt weiter hier stecken. Habt ihr alles gemacht? Nils, hast du eigentlich was gemacht eben oder... Haben wir nur drüber geredet? Gemacht, okay, dann bist du es. Eh schon, eigentlich. So, dann gehe ich jetzt einfach scheiß drauf dahin. Jetzt einfach dahin. Wie Bobby? Spiel ich Bobby? Ja? Okay, dann fahre ich nämlich auf die 41. So. Von wo? Von hier, von der 13. Shit, das kann ich gar nicht, ne? Auf 52, schön, mein Fehler. So, come on. Oh, ich habe auch gerade. Ich habe. Was bin ich. Nee, jetzt bin ich gerade Taxi gefahren. So, dann let's do it. Lass uns zu Ende bringen. Bist du jetzt vorbei. Du hast doch gesiegt. Das ist also, negativ. Wir haben noch 5 Moves, 6 Moves. Ja, haben wir noch. Es ist jetzt vorbei. Deine Laptop-Position ist hier noch aktuell? Das ist nicht das, was sie dir auf der Polizeischule beigebracht haben. Sobald sie 3/4 der Jagd hinter sich haben, können sie die Jagd abbrechen. Ja. Sie sind dann juristisch fein raus. Nein, Nils. So. Ist ärgerlich, ne? Ich mache mir jetzt Notizen für die Bewertung meiner Kameraden. Daniel Budimann hat sich selbst aus dem Spiel genommen. Ich möchte nur, dass das für Kadettenschule. Jetzt mal im Ernst, aber. Das war ein guter Move, den hätte ich eigentlich von mir erwartet. Also, ich hatte eine andere Wahl. Ich habe mich allem gefügt und dabei war ich sehr dumm. Ich habe einen fucking Vorschlag gemacht. Ja, und ich hab's nicht. Es ist keinem aufgefallen. Außer dem Chat ist es garantiert aufgefallen. Und der hat es wahrscheinlich die ganze Zeit auch schon gesagt. Es ist aber auch wirklich ein sehr komplexes Spiel für sehr schlaue Köpfe. Ey, muss man an der Stelle hattest ja sogar noch eins. Das Tolle ist ja, dass du wirklich an der Stelle bist, wo dir das eine das nicht mehr geholfen hat. Das Dumme ist, dass ich es vor allen Dingen schon vor 20 Runden angekündigt habe, dass ich darauf aufpassen muss.
Es ist einfach. Ja, aber das ist das Gefährliche an dem Alter, Papier. Ohne Scheiß, wenn jetzt hier irgendwo noch ein Taxi ist. Oh, du meinst, irgendwo am, es klebt irgendwo, weil aus Schweiß. das kann auch ein Taxi kleben. Du hast ja zum Glück den anderen. Weil hier ist noch eins. Das habe ich, glaube ich, von dir. Als du das Bier geholt hast, ne? Kann das sein? Ja, ich habe es nämlich rübergereicht und dann klebte das hier und das. Ich habe es auch gesehen. Ja, also. Also, warum überlegst du noch so lange? Es ist doch vorbei. Mann, ey! Da muss er sich zeigen. Er fährt mit einem Taxi zur 29. Verdammt, er ist immer weiter weg. Ja. 15, 42, aber es ist, 41, ja, zwei Busstationen entfernt. Ach, shit. Ja, ey, das ist einfach nicht mehr möglich. Nicht möglich. Das ist einfach. Ich meine, wir können ihn immer mehr. Jetzt haben wir ihn so in der Ecke, aber er kommt da echt gut weg. Aber das ist trotzdem nicht möglich. Er kann ja überall hin. Er kann mit dem Bus. Ja. Also es steht euch frei, aufzugeben und den Abend zu beenden. Ich wollte es nur anbieten. GG. Ich glaube, da möchte ich gerne drüber diskutieren, Eddie. Also ich gehe jetzt einfach mal. Aber es würde extra Zeit. Den Bus habe ich noch. Nehmen. Mindestens vier. Okay. Ja, also. Ach so, warte mal. Wenn du dich wegbewegst, hier Homie Boy, dann kann ich ja auch auf deinen Platz gehen. Dass wenn du dahin gehst. Ja, Bobby sollte auf jeden Fall die 41 machen, weil dann ist er auf jeden Fall deckt das A die 41 ab und alles noch die 15. Ja. Dann ist diese Strecke schon mal weg. Ja. Ja, nur hier kommen wir halt nicht hin. Das könnte ich versuchen, ein bisschen was abschneiden, werde ich auch machen. Ja. Einzige Frage ist, ob du über die 89 oder über die 72 gehst. Also ob du hier rüber gehst und dann mit dem Bus auf die 55 gehst oder hier rüber, weil er kann hier. Oh, ich habe einen sehr smarten Move gemacht. Das ist wirklich nicht. Ich komme ja nicht bis hierhin. Vorher kommt er hier hin und könnte dann abhauen. Ja, nee, aber von hier kann er auch nicht hier rüber. Das heißt, wenn du hier reingehst und dann kannst aber du immer noch entscheiden, ob du auf die 55 springst oder auf die 71. Er hat ja noch den Zweier hat er nicht mehr. Nee, hat er nicht mehr, deswegen. Also, er kann auf die 42 gehen und dann. Ja, gut, aber wenn ich nehme nur an, ist ja logisch, wenn ich hier hingehe, wird er natürlich diesen Weg nehmen. Und umgekehrt, wenn ich hier hingehe, wird er wahrscheinlich diesen Weg nehmen. Das ist, wie ich es drehe und wende. Also, es ist auf jeden Fall. Kann ich nicht wirklich. Eigentlich bräuchte ich jemanden, der hier übernimmt noch. Alter, wenn ich jetzt ein Taxi hätte, ne? Ist so, komm. Der Typ kann noch dahin fahren. Ja, das mache ich jetzt auch. Dobby macht das jetzt. Mach das mal. Und dann muss ich mich ja entscheiden jetzt. Warte mal. Und dann würde ich sagen, hier, weil ich leichter auch hier hinkomme und hier hin. Und damit fehlt nur noch Nils. Ja. Und ich bin ja da in der ziemlichen Scheißposition, aber ich könnte einen nach oben gehen. Und könnte dann im Nachgang ausschließen, dass er auf die. Ja, du kennst ja leider geht der Bus hochgehen, eben. Er hat aber auch keine schwarzen Karten mehr, sehe ich das richtig? Eine noch. Okay, dann. Aber auch nur noch 5 Schritte zu machen. 2, 3. Das ist sehr. Flutsch ist er weg. Ey, 4. Oh, fuck. Kann einen mehr sogar noch. Mit der Bahn nur noch da. Okay, ja gut. Also gut, dann könnte er da, wenn er. Könnte auch mit dem Taxi nach da. Das ist eigentlich. Jetzt kann er sich komplett drauf anpassen. Entweder er geht nach da oder geht nach da, wenn er oben weg will. Nach hinten man kann wahrscheinlich nicht. Ich meine, er hat 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten jetzt. Ja. Also, das ist schon. Boah, ich habe nur einen Zweier gefunden. Gar nicht so einfach. Geht da noch ein Taxi rum? Ich gehe jetzt nach da, dann blockiere ich das am nächsten. Ist egal, ich mache jetzt schnell. Ne, ist doch okay. So. Upp. Gut, du bist dran, Ede. Erstmal nehme ich ihn wieder weg. Also welche, Entschuldigung, was war das? 29. Gut. Ich ärgere mich sehr. Das waren 2 dumme Aktionen von uns nacheinander. Ich ärgere mich sehr. Aber die von dir war sehr dumm. Die andere war nur riskant. Ja, ich meine. Ich finde, Eder hat auch tatsächlich die Zweier gut genutzt und ist ein paar Mal schon gut entkommen. Also es ist ja auch so gemacht, dass man entkommen kann. Ja, das stimmt. Ich finde, wir ziehen das Netz schon gut zusammen. Du erklärst ja immer ganz gut, wo er überall sein könnte. Das Spiel muss ja fair sein.
Das stimmt. Aber jetzt ist natürlich extrem unfair, wo wir einen Charakter weniger haben. Das ist natürlich. Ja, das stimmt. Zum Glück ist das erst jetzt passiert. Man spielt es eigentlich, glaube ich, gegen 5. Aber dadurch, dass Homie unendlich Tickets hat. Hat einen leichten Vorteil. Ihr seid dran. Haben wir einen leichten Vorteil. Black? Ist schwarz genommen, ne? Schwarz, natürlich. Das ist völlig klar. Okay, kann sein. Ich lese gerne nochmal vor. Auf der 55, 41, 16, 17, 42. Also laut Anleitung hat man gewonnen, wenn man 22 Züge nicht gefangen wurde. Also 1, 2, 3 Züge noch. Okay, ja gut. Also nur das nochmal zur Info. Ja. Das ist ja nicht möglich. Warum auch immer dieses Brett dann bis zu 24 und Reveal geht, ist ein bisschen albern. Wahrscheinlich, weil sie den Platz hatten, 17, noch für zwei Felder. 6, 16, 42, 17, 16. 15. Das sind 15? Die, das, ja, 15, weil der Bus gefahren ist. Also 15, 16, 6, 17, 42, 55, das sind die. Also er wird ja nicht nach hier oben fahren, das ist ja voll dumm. Na ja, gut, aber es sind nicht mehr wenige, es sind nicht mehr viele Züge, er könnte schon darauf spekulieren. Ja, aber ich meine, das wäre natürlich jetzt nochmal so ein Dick-Move nach dem Motto so, haha. Um es ein bisschen zu beschleunigen. Kannst du mit dem Ball nicht an die Eckfahne gehen, wenn du 1-0 führst in der 93. Das macht man nicht. Gute, finde ich gut. Frage Nils, ist jetzt halt, ne? Was? Darf ich kurz, also weil wir müssen ja trotzdem, also noch ist er in diesem Bereich, also die 15 muss auf jeden Fall gedeckt werden, würde ich jetzt sagen, weil die 15 hat auch die Möglichkeit, hier hinzugehen, im weiteren Verlauf. Ja. Also würde ich den auf jeden Fall schon mal da hinziehen. Gut, damit Nils würde ich auf 41 nachziehen, weiter, und weil auch da ist er näher dran. Er hat jetzt ja alle Optionen, also er braucht ja nur hin und her. Machen wir jetzt die 71 oder machen wir die 42? Beides ist möglich. Er ist, also er wird nicht so dumm sein und riskieren, dass. Also so dumm ist er nicht, dass er jetzt sagt, okay, ich bringe mich in eine Position, wo ich gefangen werde. Weil ich zur 72 gegangen bin, ist er, wenn überhaupt, dann die 55 lang. Also gehe ich jetzt auf die 71. Ja, also müsste er zumindest ausweichen oder zurück. Er wird sich jetzt nicht mehr in Gefahr bringen. Er kann jetzt im nächsten Move könnte er mit dem Bus fahren, auf eine 89 springen, und damit hätte er sehr viele Optionen. Das heißt, ne? Wieso hast du eigentlich noch so viele Taxis, Simon? Ich glaube, ich habe hier und da welche vergessen. Nils hat noch 3. Ich bin aber auch die anderen Sachen gefahren, viel Bus, aber ja, ich gebe auch mal ein Taxi nochmal ab. Ich wundere mich. Habt ihr alle gemacht? Yes. Ja. Okay. Komm, ich gebe, weißt du, was soll's, ne? Kannst du den? Ne, geht nicht. Kannst du jetzt eigentlich auch. Man kann nicht traden. Bis auf 2, 3 Tickets alles vergeben, weil es eh nicht mehr weitergeht dann. Gut. Die Detektive waren sehr enttäuscht. Sie hatten ihn nicht gefangen. Da hätten sie auch gleich zu Hause bleiben können, dachten sie sich. Wo war eigentlich Budi? Wo war Detective? Wie wär's? Nein, also. Smeargol. Der war blank. Er hatte kein Geld mehr für ein Taxi. Ich find's ganz lustig, dass ich original beim Royal Court of Justice liegen geblieben bin. Royal Courts of Justice. Aber die Gerechtigkeit hat mich selber in Grund und Boden gebracht. Ja, das war echt ein bisschen schade. Fährt man dann im Taxi? Ich muss noch mal kurz gucken, ich kann einen Fehler machen. Ich darf, wenn du ready bist, ne? Was hattest du davon? Ach, so einen schwarzen Move gemacht, okay. Ich weiß selber nicht. Da habe ich mich. Dimmidi,
Oh, he's taking the bus. The bus. Das heißt, er war auf der 42 oder auf der 55. Was anderes war nicht möglich. Er ist mit dem Bus gefahren. Das heißt, er gibt uns dadurch eine Chance. Das heißt, er ist entweder auf der 89 oder auf der 72. Und damit kann Simon ihn wegsnacken. Eine andere Möglichkeit hat er, soweit ich das verstanden habe. Mal kurz, wo ist es? 18? Ach, ein Black Ticket war dazwischen. Er könnte auch auf der 7 und jetzt auf der 42 sein. Das geht auch noch. Also, er ist mit dem Bus, gefahren gerade. Also, das heißt, er ist auf jeden Fall auf einer Busstation. Okay, 29. Das erste war Black Ticket. Wenn der Bus gefahren ist, da konnte er ja nicht sein. Oder da konnte er nicht sein. Da hätte er sein können, aber er ist mit dem Bus gefahren. Good. Dann müsste er 89. auf der 89 sein. Er könnte auch irgendwie hier sein. Ne? Dann wäre er auf der 72 oder auf der 7. Also 7 wäre auch schon echt ganz, ganz schön riskant. Er würde sich quasi versuchen zu retten bis zum Ende. Aber ja, halt die Eckfahne. Ob wir die richten jetzt nicht. Nee, also ich meine, er hat schon ausgerechnet, je nachdem, was wir für Tickets haben, ob wir da überhaupt noch hinkommen. Ja. Weil wenn er bis 22 durch ist, zwei Runden. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Also wenn er da hinten ist, auf der 7 hat er gewonnen. Dann ist, wenn das Spiel bei 22 vorbei ist und wir nicht haben, dann ist es vorbei. Frage ist, bin ich jetzt zurück auf 89 oder auf 72? Ich würde jetzt irgendwie alles riskieren und... Oh, ich würde irgendwie alles riskieren, keine Ahnung. Du kannst ja zur 29 fahren. Ja. Bis da. Ich könnte bis zur 42 fahren. Und du könntest bis zur 72 fahren. Du könntest bis zur 42 fahren? Ach scheiße, ich kann da bis zur 29 fahren. Ja. Aber, okay, ja. Stimmt. Ja. Ja, also. Aber ey, keine Ahnung. Für mich, ja, also. Kann auch hier irgendwo sein. Du kannst dich ja nicht mehr bewegen, vielleicht verarscht er dich auch und will an dir vorbeilaufen, um nochmal einen coolen Move zu machen oder so. Tschüss, läuft so an dir vorbei oder so. Und stellt sich am Ende hier hin, um zu zeigen, so, das wäre so ein Eddie-Move oder so. Ja, guck mal, ich stehe hier, wo du kannst mir gar nichts. Wie böse du bist zu mir. Ja, doch, das wirst du schon machen. Zu mir auch nie. Merkst du das, Eddie, ey? Gut. Ja, also ich bin jetzt da. Ich fahre jetzt einfach mit dem Bus auf die 29. Leg mir Moas. So, bitteschön, mein Ticket. Gut, ich gehe wieder zurück, weil er da sein könnte. Und ich auch nicht weiß, wo sonst hin. Und du? Ach so, ja, weil ich habe jetzt natürlich dir den Weg blockiert. Das hättest du ja mal sagen können, aber ich jetzt nicht. Nein, ich sag gar nichts mehr. Warum? Okay. Warum hast du nichts mehr gesagt? Nein, wir können natürlich... Sind wir denn, ja, finale Züge, alles okay, weil dann ist Ede dran. Und er hat noch vier Züge. Ja, auf Laptop nachziehen. Ich habe nachgezogen. Drei Züge. Das Laptop zeigt da an, wo ich jetzt gerade stehe. Und den nächsten Move gebe ich erst noch ein, liebe Regie. Ich weiß nicht, warum ihr Stress macht. Hört auf, mich anzugucken. Come on, du hast eh gewonnen. Jetzt mach. Taxi? Er ist mit einem Taxi gefahren. Das heißt, er ist von einer Busstation mit einem Taxi gefahren. Lass uns mal spekulieren. Er ist wirklich, hat diese Eckfahrentheorie gemacht. Lass uns mal jetzt einfach sagen, er war 42 oder 7. Mhm. Das könnte man jetzt nochmal durchrechnen, aber das kann ich jetzt nicht mehr. 56 sein oder bei der 6. Die 6 könnte man noch kontrollieren. Bei der 17 noch mal auch sein. Er könnte auch wieder zurückgefahren sein, ja. Also wer auch mal hier kann, hat zwei Wege auszuchecken. Das wäre natürlich echt, also das wäre schon krass, wenn er das riskiert. Also warum sollte er das jetzt riskieren, dass ich ihn mit einem Move kriege? Das ist einfach nur dumm. Ja, vielleicht hat er ja wirklich versucht, hier hinzugehen und merkt jetzt, fuck, ich muss ja auch von hier wieder weg, weil ich mich ja bewegen muss. Ja, aber das wäre schon dumm. Also ich müsste dann dahin oder dahin. Er kann da ja, warte mal, da kann er nicht sein, ne, weil er ist mit Taxi gefahren. Und doch, da kann er nicht sein. Eben, da kann er nicht sein. Da kommt er mit dem Taxi nur nach da. Also wenn er da, das wäre echt, mega dumm. Dann würde ich sagen, ich gehe zur 17. Chance und ich gehe mit Hoshi hier auf die 87, weil er hier unten auch sein könnte. Er könnte bei der 88 oder bei der 100. Ich meine, du könntest, wenn er bei der 56 ist, ja, könntest du ihm hier den Weg dicht machen. Wir haben eh nicht mehr so viele Züge. Mein Weg gewesen. So, dann gehe ich. Warte mal. Warum macht ihr das?
Weil du gerade gesagt hast, du ziehst hier hin. Guck mal, wenn er da ist, ist er doch eh weg, oder? Ich meine. Ich sag doch nur, du hast ja gerade gesagt, du ziehst hier hin. Ja, mein Plan, der, ganz kurz, darf ich einmal noch was versuchen? Wenn er da ist und ich gehe nach da und nur für den Fall, dass er da ist, dann wäre jetzt hier auch, also hätten wir ihn hier eingekreist. Wenn, nach unten haben wir nicht genug Züge, aber ist nur mein Vorschlag jetzt auf die 20 müssen, zu gehen. Ja, müssen wir eh machen. In der Hoffnung, dass er hier irgendwie jetzt noch zur Eckpfanne laufen wollte, um cool zu sein oder so. Aber de facto, ey, wir kriegen ihn eh nicht. So können wir vielleicht noch jetzt hier irgendwie zumachen oder so, wenn wir Glück haben. Aber das wird auch nicht passiert sein. Okay. Dann. Er hat auch gemacht sein. Ja. Ja, okay. Alle gemacht? Ja, mach. Hast du gewonnen? Ja, ne, 22. Runde jetzt, ne? Komm jetzt! Taxi. Aber wenn es jetzt vorbei ist, dann kannst du es ja eigentlich auch zeigen, oder? Oder haben wir noch einen? Also laut Anleitung, nur dass das alles nochmal wissen, hier steht es, nach der 22. Runde. Also ihr könnt jetzt. Hier sind 24 Felder. Ja, das macht Mr. X gewinnt, wenn er es schafft, bis zum Ende der 22. Spielrunde durch London zu fahren, ohne von den Detektiven erwischt zu werden. Also bis zum Ende der Runde. Theoretisch habt ihr jetzt noch einen Move jeder. Okay, aber du bist Taxi gefahren. Taxi oder was? Okay, also kann er ja mal. Alle, wir müssen jetzt einfach nur versuchen, ihn nochmal zu cashen. Ja. Es gibt einen Move, aber wahrscheinlich, wenn er hier war, ist er wieder zurückgefahren. Das heißt, da könnte man ihn kriegen. Wo könnte er noch gewesen? Hier könnte er vielleicht noch sein. Was bist du, Taxi gefahren? Oder hier? Man könnte wirklich genau in der Ecke stehen. Diese drei, das wären jetzt so meine. Aber das ja, wir kommen ja eh nirgendwo hin. Und hier unten kriegen wir ihn eh nicht mehr. Also tippe, wenn, dann ist er vielleicht hier. Ja, also ich würde vorschlagen, wir, nur für dumm, falls er jetzt wirklich hier war und mit dem Taxi nach da ist und mit dem Taxi zurück ist und jetzt auf cool spielt und nicht mehr hinguckt, weil so, das, dann können wir hier oben nochmal zumachen. Ansonsten kriegen wir ihn nicht. Und du könntest theoretisch. Er ist mit dem Taxi gefahren, er war Bus, Taxi, könnte wieder da sein, da kann er nicht sein. Also es könnte auch sein, dass er für 42 ist. Weil 42 da kann er nicht ist die hin. Antwort. Das wäre schon sehr lustig. Ja, nur da kann ich jetzt nicht hin, da kann, wenn, dann nur der Buddy hin. Warte mal, er war Bus, ne? Sehe ich das richtig? Ich würde mit Hoshi würde ich auf die 42 gehen. Kurz was überlegen. Er ist zweimal dann. Moment, jetzt guckst du gerade ihm auf den. Ach, ich will nur sehen, du bist zweimal Taxi gefahren. Weil er es gerade hinschreibt. Okay, zack, das heißt. Perfekt, ich mach's nur deutlich. Da kann er nicht sein, dann, oder? Warte mal. Nee, kann er nicht. Bus war vorher, das heißt, wenn. Bus, zack, zweimal zack, Taxi. Okay, dann geh du da auf die 42, ich geh auf die 7. So, okay? Ja. Ernsthaft? Ja. Ich komm, Eddie, du brauchst uns nicht veralbern. So. 42, Moment, ich hab noch nichts gemacht. Gibt's für mich eine sinnvolle. Hier kann er nicht sein, hier kann er nicht sein, Taxi hier kann er nicht sein. Also, naja, gut, wenn er von da nach da ist, 59 könnte er auch sein. Ja, gut, ich probier's mal. Aber okay. Machen wir nochmal. Dann lass mich das doch auskosten. Du hast 45-minütige Monologe geführt. Ich darf es nicht mal 10 Sekunden auskosten. Jetzt zeig mal, du hast doch gewonnen, ist doch gut, jetzt setz hin. Ah, hat doch gesagt, ja, gut. Ja, aber kannst du ja nicht, da haben wir eh keine Chance mehr. Ja, meine Damen und Herren, ich war hier. Kannst du mal die Situation hier aufklären? Ja, gleich, die kläre ich gleich auf. Ich war hier, Simon war hier oder hier, ich weiß hier, glaube ich. Ich habe eigentlich einen Fehler gemacht. Ich habe mich ja hier revealed auf der 29. Genau, ja. Exakt. Und bin dann auf die 55 gegangen. Hier war einer. Hierhin bin ich gegangen dann. Das heißt, ich konnte da nicht mehr hin und du bist von hier gekommen. Ja, ja. Und du warst hier, glaube ich. Das war die Situation, okay. So war die Situation und ich glaube, hier war so. Oh Mann. Das heißt, der Bus könnte hier hinkommen. Und der Fehler war, dass ich wieder hier zurück bin, oder? Der Fehler war, dass du hier zurückgegangen bist. Shit. Ich bin mit dem Bus. Aber ich hätte eh weggehen müssen. Ich bin mit dem Bus hier hingefahren. Dann hätte ich da hingehen müssen. Das war der Bus hier auf die 89. Fuck. Und da hättest du mich haben können. Das war der Move. Ja, du hättest dann halt einen anderen. Und das hat Budi sogar noch gesagt. Ja, ja, hat er. Und ich habe einfach nur Lacker. Ja, und dann habt ihr euch aber. Wir wussten, eins von diesen beiden muss es sein. Und dann bist du halt hier hingegangen. Wir waren uns sicher, wir haben es mehrfach gesagt, dass er da sein muss oder da. Oder wir davon ausgehen. Und wir haben ja nur eine Möglichkeit gehabt, hinzugehen. Die Situation hier war natürlich so. Du bist dann auf 68 oder 52. Ich bin. Ne? Auf 69 bist du gegangen. Genau, ich bin auf 69 gegangen. Ja. Es war ja klar, das bringt mir ja nichts, wenn ich einen Move länger lebe, aber dann in der Sackgasse lande. Also ich hätte gedacht, du kannst da noch rauskommen. Nee, ich hätte da nicht mehr rauskommen können. Ja, aber die Chance ist genau. Also, es war ja so klar, dass. Das war halt der Bold Move so. Ihr musstet davon ausgehen, dass ich das nicht mache, weil es dann Game Over ist. Und das war meine einzige Chance, nochmal Luft zu kriegen, dass ihr euch denkt, dass ich so nicht so doof bin. Und ich hätte gedacht, dass die Chance, dass du hier noch rauskommst,
real, also ich habe nicht alles durchgerechnet, aber ich habe gedacht, dass du eine reale Chance hast, durchzukommen. Und ich wollte lieber was riskieren, um dich hier festzunageln. Aber wir hätten das so machen. Ich habe mir gedacht, dass wenn ich habe mir gedacht, dass ihr auf Risiko gehen werdet. Habe ich mir wirklich gedacht, dass ihr versucht, dass ihr davon ausgeht, dass ich hier hingehe und dass ihr quasi eine und dass ihr quasi mir alle Wege zumachen wollt. Und es war für mich eigentlich nur die Frage, welches Risiko gehe ich ein? Gehe ich hoch? Also gehe ich davon aus, dass Nils den Move macht oder dass Budi den Move macht? Also weißt du, Nils hätte mich hier catchen, wenn ich nach oben gegangen wäre auf die 51, hätte mich Nils catchen können, der war glaube ich hier. Ja, genau, das war die Situation. Und ich war hier, und Budi war hier. Ja. Und ich hatte jetzt die Wahl, Todesmove hier zu machen oder hier hin. Okay, das hätten wir. Und ich habe mir, und dadurch, dass ihr aber auch so viel diskutiert habt und euch so klar war, war für mich ziemlich klar, dass es zwischen den beiden ist. Und da habe ich einfach darauf gesetzt, dass Budi, aber da haben wir ja auch noch drüber geredet, genau, und das meinte ich mit Chance, wir zwingen ihn dazu, auf die 85 zu gehen oder zu sterben. Das meinte ich damit. Ja, wenn du ihn hierhin gezwungen hättest, dadurch, dass wir hier hingegangen wären, dann hätte er maximal noch, und da wäre die Chance gewesen, du hättest hier unten abhauen können. So, das wird das Ding. Also haben wir einfach auf die falschen 50% gesetzt und du auf die richtigen. Das war genau der Moment. Das ist natürlich auch, weil wir es immer vorher besprechen, das meinte ich. Sehr einfach zu sehen. Deshalb habe ich gefragt, wollte ich einen Tipp? Aber das Ding ist halt, ich weiß auch nicht, wie das anders machen. Wahrscheinlich müssen Profi-Scotland Yard-Spieler Du bist doch Weltmeister, oder nicht? Deine Familie immer noch so. Ja, aber ein Singleplayer, also es gibt nur Mr. X. Das habe ich auch so empfunden, ja. Ja, und hier sind nochmal, angefangen habe ich auf der 72. Weiß gar nicht, wo die ist. Hier. Ich bin nicht so weit gekommen, ehrlich. Aber dass wir dich da noch mal hatten, ey. Ja, Mann, wir hätten ihn. Es wäre sogar, wenn wir durch Zufall am Ende. Und einfach ihn. Ja, aber das ärgert mich. Da das das hätten wir einfach seriös. Wir hätten es einfach zu Ende spielen müssen. Da ist noch mal. Ja, gut, aber hier. Regiekamera. Also hier war der Knackpunkt. Ja, da haben wir es. Aber es war doch ganz geil. Also war spannend. Bis zuletzt. Da bist du ein, zwei Mal wirklich durch die Lappen gegangen, ey. Und es ist wirklich nur diese Area hier gewesen. Ja. Schon geil. Ja, der String hat sich ja, es hat sich komplett von Anfang an, du musst ja schon nach dem dritten Zug und du bist hier in der Ecke und hast gar nicht so viele Möglichkeiten, so leicht wegzukommen. Und dann habt ihr das ja auch gut gemacht, die möglichen Routen immer abgekapselt. Ihr habt immer auch die Knotenpunkte, ich glaube, ich bin nicht ein einziges Mal Bahn gefahren. Mhm. Man denkt immer, Bahn ist so geil, wenn man damit so weit kommt, aber die anderen, also der hier ist halt krass. Weil der kann halt unendlich, wenn der erstmal auf einem Knotenpunkt ist. Deswegen haben wir versucht, den jetzt zu lassen. Ist der halt ständig unterwegs. So. Na gut, dann bin ich jetzt Mr. X. Geil! Nee, warte, das diskutieren wir als nächstes Mr. X. Okay, was spricht für dich? Also, ich fand, ich habe gerade eben wirklich sehr, sehr clevere Sachen gesagt. Mehrfach war ich sehr nah an Etienne dran. Und habe mich vielleicht einfach nicht durchgesetzt. Du hast die besten Sachen gemacht, aber auch die schlechtesten. Ich habe wirklich richtig sehr, sehr clevere Strategien gefahren, fand ich. War sehr schlau. Mhm. Aber dann manchmal ist weniger Kopf mehr. Habe ich versucht. Gut, also das war Scotland Yard. Wie, jetzt geht's nicht weiter? Jetzt geht's nicht weiter, nein, schade. Wir wollten eigentlich alle einmal Mr. X sein. Ja. Aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Hoffnungslose Optimist, sich fast ausgedacht. Morgen früh gibt es, glaube ich, eine Live-Sendung Dark Souls. Irgendwie ist das passiert. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Ich habe es in Slack geschrieben und meinte, lass uns doch mal live spielen. Ich muss raus, ich muss morgen früh Tandem fahren mit dem Florentin. Ja, du kannst vielleicht noch bleiben, bis wir kurz Tandem sagen. Florentin kann er treten. Du bist ja wirklich auch wieder Tandem morgen früh. Ja. Aber du kannst ja nur so tun, als wenn du trittst. Also du kannst ja einfach Florentin abfahren. Aber ich glaube, das ist auch Florentin. Ja, die beiden haben einfach selben Plan. Fahrt bergab. Das ist wie bei Scotland Yard. Es ist einfach, man muss sich in den Kopf des anderen reinversetzen. Ja, also lieben Dank fürs Zusehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Spaß gemacht habe. Das war sehr langatmig. Aber so spielt man das halt unter Pros. Wir sehen uns morgen früh dann zu Dark Souls hier. Moin, moin. Vorher Trittbrett fahren oder was? Bis später. Tschüss.